herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Es wird wieder eine wilde Fahrt, es wird wieder ein großer Spaß. Wie ihr wisst, könnt ihr uns auf den Social Media Kanälen dieser Welt folgen, außer sie kommen aus Russland, weil die kennen wir nicht, oder aus China, weil da kommen wir nicht hin. Aber so das gängige europäisch angesiedelte Amerikanen-Zeig, sowas wie Facebook, Instagram, TikTok, haben wir alles, Webseite haben wir auch, also wir haben so dieses Uralt-Zeug, sowas wie eine Webseite auch noch. Aber da muss ich dich kurz korrigieren, weil du hast ja kein China-Zeug und hast TikTok erwähnt. TikTok ist aus China, nur dass du es ursprünglich, ja, wird von einer chinesischen Firma gemacht und betrieben. Ja, nur dass du es weißt. Fahre fort. Laufen ist ein geiler Sport. Bei mir ist noch im September jetzt da der Julian Alps Ultra Trail das zweite Saisonhöhepunkt. Dort will ich topfit, motiviert, perfekt vorbereitet am Start stehen. Denkt mal über eure Saison nach. Wir investieren in Wettkämpfe, in Reisen, in Ausrüstung wie Schuhe, Gewand, Brillen, alles Mögliche. Investieren wir richtig viel. Das wird man auf seinen Körper nicht vergessen. Wir nehmen jetzt da Athletic Greens, also AG1 von Athletic Greens, schon relativ lange Zeit und ich habe das Gefühl, dass mein Körper richtig auf Touren kommt und meine Regeneration besser läuft und kürzer dauert. Also AG1, wer es noch nicht kennt, das ist eine Nahrungsergänzung, ein Supplement, das besteht aus mehr als 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, lebenden Kulturen, da sind auch viele andere Sachen drinnen. Es ist leicht absorbierbar, weil es ein Pulver ist und es unterstützt dich einfach in deiner täglichen Nährstoffversorgung. Es ist praktisch und einfach, also wenn ich es daheim benutze, Messlöffel, Wasser dazu, schütteln, trinken, fertig. Man kann auch Zitrone dazu reindrücken, dann ist es ein bisschen frischer noch. Und wenn ich unterwegs bin, gibt es die Travel Packs, das sind einzeln abgepackte Tagesrationen. Die kann man auch zum Wettkampf mitnehmen oder wenn man jetzt einfach einmal Urlaub macht. Und wenn ihr auf athleticgreens.com/laufendendecken das ausprobieren wollt, geht dorthin, bestellt es, kriegt einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 dazu, plus 5 von den praktischen Travel Packs bei der ersten Abo-Bestellung, dann könnt ihr das Ganze ausprobieren. Außerdem bekommen Neukunden Willkommensbox inklusive Ausbewährungsdose und Shaker und probiert es einfach aus. In Körper investieren ist nie verkehrt. Und jetzt zurück zur Sendung. Pa! Sag ich dann nur. Pa! Na gut. Viel wichtiger wie TikTok, weil da sieht man uns nur tanzen und das kann man sich anschauen, muss man aber nicht. Ist natürlich, dass wir auch dieses Mal wieder Menschen, die uns auf Patreon oder Steady unterstützen, huldigen und lobpreisen. Huldi, huldi, Preis, Preis. Und ich muss auch vorneweg noch ein paar Dinge korrigieren. Und zwar, letztes Mal haben wir von den Julian Alps gesprochen, am 16.09., den Donnerstag. Das ist natürlich ein Freitag. Also ihr müsst nicht schon am Donnerstag starten, sondern es ist Freitagabend. Ich habe mich einfach zwischen Datum und Wochentag verhaut. Wenn du am Donnerstag startest, ist es auch kein Wettbewerbsvorteil. Das wird euch vom Veranstalter nicht gut geschrieben. Richtig. Dafür auch ein, wo ihr es zuerst gehört habt, nämlich bei uns, es gibt die Möglichkeit zur Dropback-Abgabe. Für die 170 Kilometer gibt es 2 Dropback-Stationen, für die 100 Kilometer 1 Dropback-Station. Man findet es auf der Webseite nicht, aber ich habe nachgefragt und die haben mir das zurückgeschrieben und also Dropbacks packen. Und wir freuen uns schon, wenn wir uns dort sehen können. Und dann noch eine Kleinigkeit, wenn ihr Lust habt, bei unserem On-Squat-Race Squat mitzumachen, geht auf die On-Squat-Race-Seite. Der Flo hat es sicher, den Link in die Shownotes, und joint uns und sammelt mit uns Kilometer. Das Ganze findet statt dann am großer Abschluss ist, glaube ich, am 9. oder 10.9., also an dem Wochenende. So, und wie ihr schon vernommen habt, ist natürlich der korrigierende andere auch da. Hallo, anderer. Servus, der eine. Und wir haben ganz, ganz viel Positives auf unseren Frau Gust gekriegt. Und nachdem das so gut angekommen ist, haben wir uns gedacht, es geht gleich direkt weiter. Und wir haben uns wieder eine Dame eingeladen, von der wir ganz viel lernen könnt und ihr hoffentlich auch.
Es ist die Lisa Riesch. Grüß dich. Ja, hallo. Freut mich, dass ich hier sein darf. Uns freut es erst, weil wir beide haben uns kennengelernt vor 2 Wochen. 2 Wochen war es, letzte Woche? Nein, ja, vor 2 Wochen. Nicht ganz. Ja, sorry. Anderthalb, also, sowas, ja, ja. Sagen wir mal neulich. Und zwar beim Saalbach Sky Trails. Sky Race, Sky Trail. Saalbach Sky Race 13 Summits. Genau, danke. Hervorragend. Es waren allerdings nur 9, aber gut. Genau, weil danach hat das Wetter gesagt, wir müssen früher absteigen. Aber ein sehr schönes Rennen. Peters Rennbericht könnt ihr ja in der letzten Folge nachhören, die wir hoffentlich auch verlinkt haben werden. Da muss ich tatsächlich, bevor wir dich besser kennenlernen, muss ich dann noch eine Geschichte nachschießen, die Lisa auch nicht kennt, weil das ist passiert, nachdem wir beide im Ziel waren und ihr seid, eure Runde ist, glaube ich, ins Hotel gegangen oder so. Mhm. Und ich war ja völlig nass, also das waren wir alle, und bin Richtung Auto gegangen. Und das ist ein neumoderner Elektro-Dingsbums namens Tesla. Das kann man von der Ferne aufsperren. Und derjenige, dem das Auto gehört, hat gesagt, da rufst du mich an, das ist überhaupt kein Problem. Ich mache da den von Berg auf. Und ich bin in einer Tiefgarage gewesen, bin biebernd nass hinter dem Auto gestanden, habe angerufen und dann ist genau das passiert, was man sich denken hätte können. Er hat kein Netz gehabt. Also habe ich 15 Minuten ungefähr 20 Mal angerufen und er hat einfach nicht abgehoben, weil er hatte kein Netz. Daneben ist eine Dame eingeparkt gewesen, die hat noch Mittag gegessen und hat dann noch telefoniert, ist dann irgendwann ausgestiegen, hat mich gesehen und ich habe nur mehr die Laufhose angehabt, weil ich das letzte T-Shirt schon ausgezogen gehabt und die Schuhe. Also ich bin quasi nackt bis auf ein Höschen in der Tiefgarage gestanden neben einem Auto und habe blöd reingeschaut und es hat mich quasi gebiebert. Die hat mir dann angeschaut und gesagt, na, hast du die ausgesperrt? Ich habe gesagt, na, der hat mir das Auto gehört. Den erreiche ich nicht, der kann es von der Ferne aufmachen. Dann hat es mich nochmal angeschaut, hat gesehen, irgendwie schaut der nicht ganz so frisch rein, hat sich umgedreht, hat mir eine Decke gegeben aus ihrem Kofferraum, so eine Fließdecke, und hat gesagt, naja, ist da schon kalt, gell? Ja, mir ist sehr kalt. Dann hat es gesagt, naja, ich arbeite da oben, das war klein in dem Zielbogen. Irgendwann erreiche ich den, lege mich trocken, ziehe mir was an, habe dann toll angezogen, die Decke mitgenommen, gehe rauf, gehe in den Shop hinein, gib ihr die Decke und sag, ma danke, du warst der Lebensretter. Und sie schaut mich an, vor ihr stehen 2 Kundschaften, und sie schaut mich an, wartet einen Moment und sagt, so anzogen hätte ich die gar nicht kennt. In dem Moment ist den beiden alles runtergefallen und ich sage dann noch, naja, das höre ich auch selten. In dem Moment haben die schon nicht mehr gewusst, wo sie hinschauen sollen. Aber wir haben es lustig gefunden. Also es hat ein sehr versöhnliches Ende gehabt, das Ganze. Aber nun, genug von dieser Geschichte, kommen wir zu dir. Ich hoffe, ich muss nicht ähnliche Geschichten erzählen. Nein, ich wollte die Geschichte nur loswerden, weil ich sie so lustig fand. Man muss wissen, so ein Blödsinn kann auch nur im Beta passieren. Dafür ist er prädestiniert und das ist auch, wenn man Podcast ist, braucht man das auch, weil das sind auch genau die Geschichten, die man erzählen muss. Das hilft ja nichts. Wir haben uns dort am Berg getroffen, um genau zu sein. Im ersten Downhill. Im ersten Downhill, genau. Ja. Ich kann mich noch an Peters Wort erinnern. Du hast dich gewundert, glaube ich, dass dir wer nachkommt, oder? Ja, gebe ich offen zu. Also ich laufe gerne Downhill und im Normalfall ist es eher im Flachen, dass ich überholt werde. Im Downhill kommt das selten vor. Und dass da jemand hinterherkommt, da dachte ich schon, wer ist das? Ja, dann habe ich mich zur Seite gedreht und da stand Peter und das hat sehr gut funktioniert dann mit uns, mit der Geschwindigkeit, würde ich sagen. Ja, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, muss ich sagen, weil bei mir ist es nämlich ähnlich, dass ich normalerweise auch so bergab richtig Tempo machen kann und vorauslaufe und in dem Moment habe ich mir gedacht, endlich kann man mal hinten nachlaufen,
und muss nicht selber mir eine Linie suchen, sondern ich laufe auf dieselbe Linie hinten nach, das passt schon. Da ist jemand quasi sachkundig beim Runterlaufen. Das ja, wobei, wo ich dann wirklich Hilfe gebraucht habe, war bei der Orientierung. Also da war ich sehr, sehr dankbar, dass du da auf der Uhr den Track hattest. Ich auch. Und dass du meine Riegel geöffnet hast. Ja, also ja, es war sehr, sehr kühl. Also das haben wir in der letzten Folge auch schon besprochen, dass es war halt wirklich kalt und nass. Und ja. Das ist halt dann mit den Fingern schwierig. Wobei du ja gar nicht vom Laufen jetzt da kommst ursprünglich. Wie hat es dich überhaupt zum Laufen verschlagen oder zum Traillaufen? Oh, das ist eine lange Geschichte. Also ja, eigentlich mache ich sehr viel Ballett, so viel zum anderen Sport, den ich mache. Das habe ich mit 6 Jahren angefangen und auch wirklich mein Leben lang gemacht. Also ob ich in Frankreich gelebt habe, in Spanien weiß ich noch, bin ich ins Tourismusbüro gegangen und habe erstmal gefragt, wo es denn hier eine gute Ballettschule gibt. Ich habe wirklich auf dem Weg dann auch eine sehr gute Schule gefunden. Also manchmal führt auch das Tourismusbüro zum Ziel. Und das war wirklich was mich ja durch mein Leben begleitet hat. Ich war während der Schulzeit. Und das Reisen offenbar auch, oder? Das Reisen, ich habe viel im Ausland gelebt. Also gar nicht jetzt nur gereist, sondern ich habe in Spanien studiert für ein Jahr, war da für ein Erasmus-Jahr, war 3 Jahre für die Promotion in Südfrankreich, Aix-en-Provence. Auch eine sehr, sehr schöne Gegend, habe ich dann leider erst danach, also nachdem ich wieder in Deutschland war und nachdem ich dann angefangen habe zu laufen, festgestellt, dass man da auch sehr, sehr gut laufen kann. Und ich war während der Schulzeit ein halbes Jahr in Kanada, was ja auch sehr, sehr schön ist. Und da habe ich mir War alles ausbildungsmäßig und nicht sportmäßig. Also nicht du bist jetzt quasi keine Profi-Ballett. Nee. Sportler, Tänzerin? Tänzerin? Ja. Nee. Weil für mich sind ja Ballettmenschen nicht wirklich Tänzer, sondern eher so, das ist bei mir so wie Turnen. Also das ist Hochleistungssport. Ist es auch. Also Bühnentänzer, das sind Hochleistungssportler, würde ich auf jeden Fall so sagen. Das hat ja mit dem, wir gehen mit 14 Jahren einmal in den Tanzkurs, überhaupt nichts zu tun. Nee, nicht wirklich. Das stimmt. Aber eine vielleicht, ich kenne mich da vielleicht im Ballettsport zu wenig aus, aber wenn ich an Balletttänzer denke, denke ich halt immer an Leute, die dann wirklich auf der Bühne stehen und was vorführen. Wenn du sagst, das sind jetzt irgendwie Bühnentänzer, was macht man dann? Also ist das so, wie ich, kann ich mir so viel Yoga vorstellen, ich gehe einfach hin und mache halt irgendwelche Choreografien und dann gehe ich wieder heim, oder was ist dann der Zweck, oder weißt du, wie ich meine? Ja, also Ballett Training ist im Grunde genommen, wie soll ich sagen, also nicht jeder, der ins Balletttraining geht, ist ein Bühnentänzer. Also so wie ich zum Beispiel, ich bin auch keine Bühnentänzerin, ich mache das nicht beruflich, sondern ich mache das für mich. Aber es ist natürlich im Endeffekt eine darstellende Kunst. Also Ziel des Ganzen ist schon, dass es eine gewisse Ästhetik hat. Aber um das zu erlangen, musst du erstmal, ja, ich sag mal, deinen Körper so weit bringen. Du hast immer einen ähnlichen Aufbau der Stunde. Du hast ein Aufwärmtraining, das ist eine Dreiviertelstunde an der Stange, um deinen Körper sozusagen vorzubereiten für das, was dann in der Mitte kommt. Dann kommen Sprünge, es kommen Drehungen und dann eben die großen Variationen. Aber ja, wie gesagt, mit dem Ziel, dass du das Ganze auch präsentieren könntest. Aber ja, also wie gesagt, ich bin jetzt keine professionelle Tänzerin. Ich stehe nicht auf der Bühne. Aber trotzdem ist es natürlich so das Ziel, dass es irgendwie einigermaßen ästhetisch auch aussieht. Also wenn ich das jetzt irgendwie mit dem Laufsport vergleichen würde, betreibst du quasi so Ballett wie einer, der einfach laufen geht, aber quasi nie bei Wettkämpfen teilnimmt. Der macht das halt irgendwie an Spaß an der Sache selbst, aber jetzt verfolgt keinen großen, wenn man jetzt Wettkämpfe als Endzweck bezeichnen würde. Also du machst ja, einfach nur die, so könnte man sagen, genau. Gern, aber beziehungsweise, ich meine, kleine Aufführungen haben wir auch von den Schulen aus immer gehabt. Also es ist jetzt nicht so, dass, aber ich stehe jetzt nicht beim Staatsballett Berlin auf der Bühne. Dazu hat es dann nicht gereicht, aber genau, einfach ja, ab und zu eine kleine Aufführung, ja.
Ja, vielleicht ist mein Bild von Ballett jetzt noch sehr von Filmen geprägt, wo es eigentlich bei den meisten nur darum geht, dass sie quasi sowas erreichen, und wenn sie es nicht erreichen, dann ist es quasi, da macht man es halt irgendwie nicht mehr. Ja, also das ist definitiv nicht der Fall, weil Ballett, also bei mir nicht der Fall, weil Ballett einfach, also mir persönlich sehr, sehr viel gibt, genauso wie eben das Laufen vielen sehr viel gibt. Und ich finde, es gibt extrem viele Parallelen interessanterweise zwischen dem Laufen, also gerade dem Trail Running und dem Ballett. Ja, und wie bist du dann zum Laufen gekommen? Das war eigentlich während meiner Zeit in Kanada, also in der 11. Klasse. Ich glaube, ich war 16 Jahre alt, war ich für ein halbes Jahr in Kanada, für so einen Austausch-Halbjahr, und habe mir dann überlegt, also ich habe immer viel Sport gemacht, bin viel geklettert zu dem Zeitpunkt, Ballett habe ich gemacht und habe dann halt geschaut, okay, was gibt's da für Schulsport? Erstmal alles ausprobiert, also Basketball habe ich gedacht, na, da bin ich vielleicht dann doch nicht ganz so prädestiniert für, also ich bin 1,60 groß, um das vielleicht hier kurz zu sagen, also nicht so ganz mein Sport, und ja, war dann mal irgendwie bei den Fußball-Tryouts, habe aber gemerkt, okay, die Mädels, die können wirklich Fußball spielen. Eishockey? Eishockey gab es interessanterweise gar nicht. Ich dachte, jeder Kanadier spielt Eishockey. Ja, man muss dazu sagen, die haben oft einen, also das ist so ein bisschen saisonal, ja, unterschiedlich geregelt. Also du hast im Herbst andere Sportarten als im Frühjahr. Ja. In der Schule? Genau, okay. Also teilweise auf jeden Fall. Auf jeden Fall gab es Cross-Country-Running, und da war die Hürde nicht allzu groß. Also da musstest du im Grunde genommen nichts können. Ich war auch erstmal das einzige Mädel, was da in der Truppe war. Hat mir jetzt aber nichts ausgemacht. Genau, da habe ich dann einfach mal mittrainiert. Habe auch schnell gemerkt, so auf der Bahn, das ging überhaupt nicht. Da wurde ich immer vorgelassen. Also ich durfte immer ein paar Meter vorlaufen, und dann durften die Jungs erst starten. Und die haben mich natürlich gnadenlos eingeholt. Also no chance. Sobald es aber ein bisschen länger wurde, also so an die 5 Kilometer, was dann auch für mich die Wettkampfdistanz war, also ich hatte da auch keine große Wahlmöglichkeit, also als Senior Girl läufst du halt die 5 Kilometer Cross Country. Ja, als es dann eben so Richtung 5 Kilometer ging, da habe ich dann die Jungs meistens eingeholt, okay. Und habe dann gemerkt, okay, ja, das passt, das macht mir irgendwie Spaß. Und das war Klassiker. Burschen starten zu schnell und explodieren schnell. Ja, wahrscheinlich, genau. Ja. Wenn ich es nicht besser wüsste, Peter, hätte ich auch geglaubt, sie redet nur von dir. Also, Story of our lives. Ohne von dir gestartet. Ja, es war aber ehrlich gesagt auch ein bisschen fies, weil die Jungs durften 7 Kilometer laufen, ich nur 5 bei Wettkämpfen. Also das ist halt da die Standard-Wettkampfdistanz, Cross-Country. Und ja, ich habe die etwas beneidet. Ja, du musst halt wissen, Frauen sind vom Körper her nicht so gemacht dafür, dass sie so lang laufen können. Ja, Frauen und Sport im Allgemeinen schon ganz schwieriges Thema. Ja. Ich weiß nicht, ob sie das noch durchsetzen. Ich weiß einfach nicht. Es ist für Frauen einfach gesundheitsgefährdend, mehr als 5 Kilometer zu laufen. Das ist einfach. Ja. Ja. Naja, aber es hat trotzdem dafür, dass ich nicht so dafür geeignet bin, hat es ganz gut funktioniert. Aber du hast vorhin auch gesagt, du hast sie beneidet, dass sie länger laufen dürfen. Ja, weil das zeigt gesagt, schon so ein gewisses Mindset. Ja. Ja, nee, war auf jeden Fall irgendwie eine schöne Zeit. Ich hatte aber dadurch, dass ich eben, wie gesagt, das einzige Mädel war, keinerlei Referenz und war dann irgendwie da beim ersten Wettkampf, bin drauf losgelaufen, habe einfach gedacht, okay, ich möchte nicht unbedingt Letzte werden, und habe mich aber gewundert, dass keiner hinter mir ist und auch nicht vor mir, und ja, da habe ich dann doch gemerkt, okay, das taugt mir irgendwie, und bin dann auch das halbe Jahr dabei geblieben bei dem Crosslauf. Okay. Hat echt viel Spaß, habe es aber leider dann in Deutschland wieder aufgehört, weil ja, mir hat es einfach Spaß gemacht, da in der Gruppe zu trainieren, zu den Wettkämpfen zu fahren. Das war halt wirklich auch ein Teamsport, also wir hatten dann auch eine Teamwertung, das war einfach schön. Und in Deutschland, okay. Das ist dort quasi dann auch mehr, also ist es dort auch verbreitet, quasi das Cross-Country? Ja, es hat vor allem,
also wie die meisten Teamsports, Team oder Teamsportarten in Kanada, genießt es eine sehr große Anerkennung. Das ist ja auch in den USA so. Du fährst da dauernd irgendwie durch die Lande zu Wettkämpfen und danach am nächsten Morgen, wenn du was gewonnen hast oder auch Zweiter oder Dritter wurdest, dann kommt das ganz groß in den Schulnachrichten. Also morgens wirklich zum Schulstart wird das dann über die Lautsprecher verkündet. Dann gratulieren dir da die Lehrer. Also es hat einen anderen Stellenwert. Ja. Ja, bei uns ist in Österreich ist so, wenn's, ich glaube in Deutschland ist nicht groß anders. Also du musst schon Marathon-Staatsmeister werden, dass du in der Regionalspalte auftauchst. Ja, genau. Und das ist halt auch nicht so nahbar. Also du musst dich halt viel mehr drum kümmern. Du musst da wirklich aktiv in irgendeinen Verein gehen, musst dich informieren. Dann muss es erstmal überhaupt einen Verein geben. Und da ist halt einfach die Struktur da. Da gibt's einen Coach, da gibt's Teammates und dann wird drauf lostrainiert und ja. Die kümmern sich dann auch um die Wettkämpfe. Du reist da irgendwo zu irgendwelchen Hotels, musst dich um nichts kümmern. Das ist schon echt super. Ja, ja, und ich glaube auch, dass das Cross-Country auch eine der großen Schulsportarten ist. So also neben Football, der Basketball, Baseball und dem ganzen Zeug ist halt das so einer der Standarddinge, glaube ich. Genau. Da gibt es ja dann auch die Elite-Schulen und die Elite-Cross-Country-Teams oder so irgendwas. Also ich kenne es ja nur aus den amerikanischen Podcasts von früher und das genießt auch dort hohes Ansehen. Absolut. Also das, genau, ich glaube, das ist sehr vergleichbar, ja. Ja, genau, das ist, ja. Du hast jetzt da in Kanada ein Halbjahr gemacht, ein Jahr. Ein halbes Jahr. Hm? Und du hast Klettern schon gemacht und Ski und Ballett. Ballett? Ballett habe ich da auch viel gemacht, ja. Hast du dort auch Cheerleading gemacht? Mannschaftssport? Hohes Ansehen? Ballett? Also das ist doch quasi aufgelegt. Wenn ich ehrlich bin, irgendwie war das nie so meins. Also man muss auch dazu sagen, ich habe dann später in der Schule man konnte wählen, was für Sportarten man in der Oberstufe macht. Und ich habe dann ganz bewusst Fußball, Basketball und Schwimmen gewählt, um nicht diesen sanften, also das ist jetzt ein bisschen gemein alles, aber ich wusste halt, in der Volleyball- und Tanzsportgruppe geht es sehr sanft zur Sache, sagen Sie es mal so. Und ich habe es schon ganz gerne gemocht, wenn immer irgendwie ein bisschen gefordert wurde. Wirklich? Also ich hab mit und gegen Frauen Volleyball und Fußball gespielt in meiner Schulzeit und sanft waren da maximal die Burschen. Ich war auch alles andere als sanft. Also ein Lehrer hat mich mal als rabiate Kamikaze-Frau bezeichnet, weil ich knallhart den Ball und alles, was im Weg stand, hinterhergerannt bin und alles, was halt im Weg stand, wurde halt umgesammelt. Aber bei uns in der Schule war das auch, war das Mädchentum auch eine Kategorie sanft zuzuordnen. Es sind dann auch immer Runden laufen am Sportplatz. Im Endeffekt sind's tratschend einfach, die haben den Sportplatz umrundet. Also das war, Das war auch eher von der sehr, sehr sanften Partie. Wobei Schulsport in Österreich ist tatsächlich, ich glaube, ich weiß nicht, ob das in Deutschland viel anders ist, aber es ist im Endeffekt, du versuchst dich drinnen oder draußen ein bisschen zu bewegen. Mehr als du das sonst tust. Aber das meistens oder oft hat das auch mit Sport im engeren Sinne nichts zum tun. Nee, nicht wirklich. Also es ist eine Katastrophe, so kann man es einfach sagen. Und wie wir gesagt haben, jeder, der in Amerika denkt an College und denkt irgendwann Football und so, dort ist das einfach schon so in deren DNA aufgenommen oder in deren Schulsystem einfach drinnen. Das ist bei uns ganz weit weg entfernt. Allein diese in Österreich gibt es die Diskussionen schon länger, diese tägliche Turnstunde, allein das ist ja schon für viele eine Utopie und wie kann man das machen und so. Also das ist halt, da bist du noch weit davon entfernt, dass du irgendwie eine Art von System reinbringst, dass du die Leute halt wirklich auch früh förderst. Ja, das ist da ganz anders, genau. Aber du bist dann nach Deutschland retour gekommen, hast dann andere Dinge getan. Genau, also ich bin dann zurück nach Freiburg, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin ab und zu mal noch irgendwie so für mich gelaufen. Im Übrigen hatten mich dann Freundinnen einfach mal für den Freiburger Halbmarathon angemeldet, weil sie dachten, ach ja, das ist lustig, dann können sie da zum Anfeuern hinkommen. Muss man auch dazu sagen, das haben sie wirklich tatkräftigst gemacht. Also die haben hier
Bettlaken, 4 verschiedene Bettlaken bemalt und sind dann auch entsprechend zu 4 verschiedenen Punkten gefahren, um mich da anzufeuern. Das war großartig. Aber dieser Halbmarathon, das war, also ich bin ja nie 21 Kilometer gelaufen. Da ist dann einmal vorher, kurz vorher, eine Freundin zu mir gekommen, hat gemeint, okay, Lisa, um das jetzt mal anzutesten, ob du 21 Kilometer laufen kannst, entweder du läufst die jetzt mit mir, ich fahre mit dem Fahrrad neben dir her, ich habe hier einen Korb dabei und Verpflegung habe ich eingepackt, oder wir räumen dein Zimmer auf. Sie wusste, Zimmer aufräumen wird es definitiv nicht. Das habe ich immer gehasst. Dementsprechend, genau, habe ich dann gesagt, na gut, dann laufe ich halt 21 Kilometer. Das ging auch ganz gut. Da habe ich gedacht, okay, dann laufe ich halt auch diesen den Freiburger Halbmarathon, das wird schon werden. Und war dann auch ganz gut. Also so ein bisschen bin ich dann noch gelaufen, aber halt nicht mehr, ja, nicht mehr irgendwie so intensiv und ohne Training, sag ich mal. Und habe das dann auch so nach 2-3 Jahren, nachdem ich dann nach Berlin gezogen bin. Also ich habe bis zum Abi dann eben noch in Freiburg gelebt, habe da eigentlich dann auch schon Traillaufen gemacht, wenn man so möchte, weil ich bin immer da, ja, so den schönen Berg, also den kleinen Hausberg hoch und runter, ohne damals zu wissen, dass es sowas wie Traillaufen gibt. Also für mich war das einfach, ja, halt durch die Landschaft laufen. Genau, und bin dann aber nach Berlin gezogen zum Studium und da bin ich dann eigentlich nicht mehr gelaufen. Ja, Berlin ist ja bekannt für seine hohen Berge. Da verstehe ich schon, dass man da ein bisschen eine Demut hat davor. Der Teufelsberg, unser Müllberg, der ist grandios. Wie viel Höhenmeter hat der? 100, glaube ich, oder? Also ungefähr, genau, ja. Der ist wunderschön. Fairerweise muss man sagen, ist höher als mein derzeitiger Hausberg. Also ich kann da leicht die Pappe reißen. Also da bin ich ja alpin unterwegs mit meinen 200 Höhenmetern ums Eck. Ja, hallo. aber sowas von. Oder muss ich schon von ganz unten weglaufen? Also ich muss dann schon von der Hauptstraße weglaufen, damit die 200 ausgehen, weil sonst sind es nur 180. Vielleicht, wenn irgendwer irgendwo einen Keller hat, vielleicht schaffst du dann 210 oder so. Ja, das könnte sein. Aber genau. Es kann nicht jeder sein Leitergebirge vor der Nase haben, wo man quasi die Trails dieser Welt dagegen verstecken kann. Magst du Lisa vielleicht kurz einmal das Leitergebirge? Das ist das beste Gebirge Österreichs. Das ist das beste Gebirge der Welt. Also wenn du nach den schönsten Trailflecken dieser Erde suchst, musst du aufs Leitergebirge. Das ist im Burgenland, das ist das höchste Gebirge im Burgenland. Das ist Österreich, rechts außen halt. Also gut, in Österreich ist quasi jeder zweite rechts außen, aber geografisch gesehen. Rechts außen, neben dem Neusiedlersee und das Leitergebirge ist quasi imposant. Es zieht sich majestätisch durch die Lande und hat an der höchste Punkt, ist glaube ich, ich muss jetzt da selber nachschauen, das jagt ein Gipfel dem anderen. Quasi der Chamonix Österreichs. Richtig, und der höchste Gipfel ist der Sonnenberg. Also das ist ja wirklich quasi schon nahe am Himmel mit 484 Meter über dem Meer. Das, ja, immerhin, also höher als der Teufelsberg, würde ich sagen. Eben, also das ist wirklich, da kann man nur... Mythen erzählt, dass Menschen dort sogar ohne Sauerstoffflaschen schon oben war. Ich glaube, das sind nur wahrscheinlich Legenden. Der einzige Peter, ja. Ja, auf alle Fälle. Bist du also quasi am Trail gewesen, dann bist du nach Berlin gekommen und da ist Trail eher so nicht. Und genau. Wie bist du dann abgebogen wieder zum Trail? Weil du bist ja jetzt da, die Geschichte von deiner sportlichen Herkunft ist ja relativ lang, was ich alles schon gemacht habe. Unendlich lang, ich vergesse sie selber teilweise, merke ich. Aber du bist ja noch gar nicht so alt. Naja. Das Studium ist durch, okay, und du bist gut im Leben und im Arbeitsalltag angekommen, aber du läufst halt noch nicht in der W40, sondern schon noch gut drunter. Dementsprechend, wie bist du dann, wie und wann bist du dann wirklich zum Traillaufen gekommen und vor allem auf längere Distanzen? Ja, also erstmal rückblickend betrachtet, ich habe in Spanien ein Jahr gelebt, direkt bei der Sierra Nevada, war auch viel in der Sierra Nevada unterwegs, aber
bergwandernd beziehungsweise bergtourengehend, also auch mal mit Pickel und Steigeisen, auch mal kletternd, auch mal eisklettern, aber jetzt nicht laufend. Und auch in Frankreich, wie gesagt, rückblickend, ich habe da sehr viel Ballett gemacht, aber da kann man wunderbar laufen. Gut, dann kam ich aber zurück nach Berlin und Kampfsport habe ich dann auch noch viel gemacht. Also habe neben dem Ballett dann Kampfsport gemacht, habe mir auch nach der Promotion erstmal so ein bisschen Auszeit genommen, um, wie man sich vielleicht bei mir vorstellen kann, sehr viel Sport zu treiben. In dem Moment war es eben Ballett und Kampfsport und habe über das Training einen sehr guten Trainer kennengelernt, der an der Adidas Runbase auch trainiert hat oder Trainings gegeben hat. Und bin da dann auf die ganzen verkürzten Läufer gestoßen. Habe immer gedacht, oh Mensch, die können sich ja überhaupt nicht bewegen. Entschuldigung, das darf ich jetzt eigentlich nicht so laut sagen. Aber so in den Trainings hat man schon gesehen, dass der ein oder andere etwas verkürzt ist. Und eine Freundin hat dann gemeint, Mensch, komm doch mal mit zu so einem Lauftreff. Das macht total viel Spaß. Ich habe immer nur abgewunken, habe gedacht, oh nee, das habe ich mal gemacht. Aber ach, wenn ich das so sehe, diese verkürzten Läufer, ich weiß nicht. Und irgendwann habe ich mich dann doch mal dazu überreden lassen, bin zu einem Lauf mitgekommen und habe gemerkt, boah, das macht schon richtig Spaß. Ja, und wie das so bei mir ist, wenn ich was mache, dann mache ich es dann meistens doch irgendwie richtig, war dann schnell wieder sehr gefangen im Laufsport, also bin dann doch regelmäßig da zu den Lauftreffs gegangen und ich weiß gar nicht, ich glaube April, Mai war ich zum ersten Mal beim Laufen wieder dabei und habe dann durch diese Adidas-Läufer dann auch noch spontan einen Startplatz für den Berlin-Marathon bekommen, der dann im September stattgefunden hat. Wurde gefragt, ja, möchtest du? Und ich habe kurz überlegt, kannst du das? Mal so eben 42 Kilometer, man muss dazu sagen, die längste Distanz, die ich damals dann gelaufen war, also war unter Halbmarathon-Distanz, glaube ich, so um die 18 Kilometer dann mal gelaufen gewesen. Aber immer alles auf der Straße zu dem Zeitpunkt. Auf der Straße, genau. Und habe dann aber für mich gesagt, okay, ich mache jetzt mal einen längeren Lauf. Ich habe immer die Marathonis belächelt, weil wir haben meistens zwei Runden gemacht zum Long Run Sunday. Die einen sind eben nur eine Runde gelaufen, dazu habe ich gehört. Und die anderen sind dann noch auf die zweite Runde. Und ich habe immer gedacht, ach ja, wie nett, ich mache nur eine Runde. Und ja, die mussten dann immer noch auf die zweite Runde. Und dann habe ich immer gedacht, ach ja, zum Glück, ich bin schon fertig. Ich kann schon Kaffee trinken gehen. Ja, genau. Für mich ist schon fertig. Und habe dann aber gesagt, genau, als ich diesen Startplatz angeboten bekommen habe, okay, vielleicht sollte ich dann doch mal ausprobieren, ob ich so wie der Rest der Truppe auch diese 30 Kilometer, die dann an dem Long Run Sonntag anstanden, ob ich die gelaufen bekomme oder ob das gar nicht geht. Davon habe ich dann abhängig gemacht, ob ich dann starte beim Berlin-Marathon. Ich gebe zu, ich bin am Ende schon ganz schön auf Krücken gegangen, aber ich kam irgendwie an nach 30 Kilometern und habe dann gesagt, ja, hat ja geklappt, also gut, mal jetzt Berlin-Marathon. und das ging auch sehr gut dann. Also da war ich selber überrascht. Einfach drauf losgelaufen. Okay, also das klingt alles nach relativ wenig spezifischen Lauftraining. Ach so, ey. Das klingt alles so nach, dann gehen wir hin. Also ist da dazwischen jeweils doch so 1, 2, 3, 4 Monate regelmäßiges Laufen oder eher so, wenn mich jemand fragt, geh mit und wenn nicht, dann halt nicht? Also ich muss sagen, ab dem Zeitpunkt, wo ich dann angefangen habe zu laufen, war ich schon regelmäßig dabei. Bin da regelmäßig mit den Leuten gelaufen. Was absolut nicht bedeutet, dass das irgendeine Art von Struktur hatte. Aber es hat dazu ausgereicht, dann halt den Berlin-Marathon zu laufen. Und aber glaubst du, weil da ist ja auch wieder der Teamgedanke, der da irgendwie mitkommt, oder? Weil du bist dort hingegangen, um mit Leuten zu laufen. Glaubst du, hättest du das auch so angefangen, wenn du auf dich allein gestellt gewesen wärst? Definitiv nicht. Also nee, ich glaube, dann wäre ich wirklich gar nicht erst zum Laufen gekommen wieder. Das hat mich schon immer sehr motiviert, irgendwie da mit Leuten zu laufen. Und muss ich auch dazu sagen, nachdem ich dann einmal den Berlin-Marathon gelaufen bin,
Ich mag es schon gerne, auch so Ziele zu haben. Also ich war dann auch fürs nächste Jahr, habe ich dann auch nochmal einen Startplatz bekommen, war dann auch etwas ambitionierter, habe dann gesagt, okay, da möchte ich halt ein bisschen schneller laufen als beim ersten Mal. Und ja, das hat mir schon dann irgendwie Spaß gemacht. Was mir vor allem sehr viel Spaß gemacht hat, es gab ein Tempotraining. Und sowas mit der Gruppe zu machen, also so ein bisschen Anweisungen zu bekommen, wie ich es ja auch aus Kanada noch kannte, dass man wirklich gemeinsam, also auf der einen Seite jeder für sich, aber doch gemeinsam läuft, und auch so gefordert wird. Also man muss auch sagen, ich bin früher immer komplett am Limit einfach gelaufen. Also für mich war auch noch so in der Kanada-Zeit Laufen all out, einfach drauf losballern und irgendwie noch ins Ziel kommen. Das hat sich dann mit der Zeit auch ziemlich geändert, aber ja, dementsprechend fand ich natürlich Tempotraining klasse. Hat sich das erst am Trail geändert oder vorher schon? Das hat sich vor allem mit dem Trail geändert. Also da habe ich dann auch wirklich so das Langsamlaufen für mich entdeckt. Hat sich aber dann schon auch mit der Zeit bei diesen Lauftreffs dann auch geändert, weil man quatscht miteinander und ja, es gibt ja auch gar nicht immer diese Tempogruppe, ich weiß es nicht, was es dann für ein Tempo wäre, aber ultraschnell, sondern da läufst du ja auch mal entspannter. Genau. Liebe Leute, wenn sie sagt, langsam laufen, hat sie für sich entdeckt, in einem Wettkampf glaubt sie das nicht. Das ist ja, so, ich kann das jetzt da bestätigen. Nö. Also wenn das langsam war, will ich schnell nicht wissen. Die letzten Kilometer, also wenn es flach wird und dann noch Asphalt, dann nee, das war dann entspannt. Da muss ich mich auch tatsächlich noch entschuldigen. Es tut mir ein bisschen leid. Wir sind tatsächlich die ganze Zeit gemeinsam gelaufen und dann ist es eine Forststraße runtergegangen, relativ lange. Da waren wir auch noch gemeinsam unterwegs, dann hat es jeden von uns einmal bei so einem Kuhzaun so gebeutelt, dass wir dann dringend austreten haben müssen. Voll den Elektroschock bekommen. Vom Elektroschock. Und dann ist es quasi am Radweg, ich glaube, was waren das, 5, 6 Kilometer, flach durch das Tal rausgegangen, weil es eben am Berg leider eben nicht gegangen ist. Und da war noch ein Dritter. Da war der Mario noch mit unterwegs und der war direkt vor uns. Und dann waren noch zwei Kollegen von dir oder zwei Freunde von dir dabei. Und die Gruppe waren eigentlich 5 Leute und wir haben getratscht vorne. Ja, und da haben uns gedacht, na, wir laufen alle gemeinsam ins Ziel. Und dann drehen wir uns um so, hoppala. Und plötzlich warst du weg und wir haben nicht gewusst, wohin. Ich glaube, wir haben einen Schlenker gemacht, zum einen, und zum anderen waren wir da halt wirklich, ja gut, das war irgendwie ja immer die Frage, läufst du direkt an der Straße oder nimmst du den Radweg? Genau. Also genau, und an der einen Stelle haben wir dann nochmal einen kleinen Schlenker gemacht, aber ganz ehrlich, ich war ja in besten Händen, hatte beste Begleitung und ich war ganz froh, dass ich kein Tempo laufen musste, sondern einfach nur da ganz entspannt vor mich hin dödeln konnte. Ja, das war ganz nett. Und du hast dann auch trotzdem den Weg zum Trail gefunden. Adidas Runners, also diese Runbase, war das alles, oder? Ja, indirekt schon. Naja, also okay. Die Runbase war sozusagen ein Ort, wo sich die Adidas Runners öfter getroffen haben. Ah, okay. Die Runbase ist jetzt dann nicht von Adidas, sondern es ist einfach nur ein... Doch, ist es schon. Okay. Aber die Adidas Runners, also das war sozusagen die Heimatstätte der Adidas Runners. Ah, okay, gut. Genau. Und indirekt kam ich wirklich über diese Lauf-Community dann auch zum Traillaufen. Es gab nämlich einen Aufruf, ob jemand Lust hätte, bei den Infinite Trails mitzulaufen. Das ist ja von Adidas gesponsert und da haben sie Läufer gesucht. Ich habe mir das angeschaut, habe gedacht, ach, das klingt ja total klasse. Einziger Haken an der Sache, der Lauf fand irgendwie in 4 bis 6 Wochen statt. Also sehr, sehr zeitnah. Und ich habe mir das angeschaut und habe gedacht, boah, also bei aller Liebe und Vorfreude auf sowas, also das ist vielleicht dann doch ein bisschen heftig. Ich habe keine Ahnung, was das genau ist, wie man darauf trainiert, was mich da erwartet. Und ich hätte da gerne irgendwie vielleicht ein Jahr Vorlaufzeit. Und habe dann schon... Diese Infinite Trails, falls man sich das nicht vorstellen kann, das ist ja ein Staffelwettbewerb,
soweit ich das richtig gemacht habe. Genau. Und der erste läuft 25 Kilometer, der zweite läuft 60 Kilometer. Genau. Und der dritte Lauf, da muss man jetzt helfen, das weiß Marathon, ich nicht mehr. 42 Marathon, 42 Kilometer, genau. Was ich ja grundsätzlich als Format ziemlich spannend finde. Super. Und du laufst also, auch durch die Nacht durch, glaube ich, oder irgendwer läuft in der Nacht durch? Nicht ganz, also oder je nachdem. Aber der erste Läufer startet eigentlich sehr früh morgens, also okay, zwischen 3:30 und ja irgendwie gegen 6 Uhr morgens. Und der letzte Läufer dann gegen Abend. Wobei das natürlich immer davon abhängt, also man hat sich wirklich den Staffelstab in die Hand gegeben. Dementsprechend gab es dann natürlich große Variationen. Und sie haben das Format geändert. Also das war das frühere Format. Und so habe ich es dann eben auch kennengelernt. Und das war eben das, wo ich auch gesagt habe, Mensch, das klingt super. Dann noch mit einem gemeinsamen Prolog, 2 Tage vorher. Also da läuft im Grunde genommen jeder sein Rennen. Und ich glaube, die langsamste Zeit wird dann irgendwie gewertet und bestimmt dann die Startreihenfolge beim Rennen dann, beim richtigen Staffelrennen. Genau. Ja. Und da welches Jahr war das? 19, 18? Genau, also das war im Jahr 2018. Okay, und also Vor 4 Jahren. Ich habe dann gesagt, Mensch, das klingt so cool. Ich würde es wirklich gerne im nächsten Jahr machen. So, und dann fand das 2018 gar nicht statt, aufgrund des Wetters. Sie mussten das damals wirklich absagen. Das wäre die Premiere gewesen. Ist leider im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen. Und dann haben dann aber gesagt, okay, 2019, neuer Versuch. Und ich stand dann sozusagen schon auf der Warteliste. Also ein Freund hat mich dann direkt gefragt, Mensch, Lisa, du hast doch gesagt, du hättest da Interesse. Willst du hier in unser Team kommen? Also er stand schon fix und eine andere Läuferin hat auch gesagt, sie möchte es nochmal machen. Und dann haben sie mich halt gefragt, wärst du dabei? Und vor allem, wärst du dabei für die lange Distanz? Da bräuchten wir nämlich jemanden, also für die 60. Und da habe ich gesagt, ja, ist ja noch ein Jahr Vorlauf. Klar, mache ich auf jeden Fall. Dann muss man dazu sagen, es kam der Herbst. Ich habe sehr viel gemacht in dem Jahr, war dann irgendwie nach dem Berlin-Marathon noch in Frankfurt in der Staffel am Start. Und es kam der Herbst und ich habe mich ein bisschen, also ich habe eigentlich zu viel gemacht und habe dann auch irgendwie, ich glaube, es war so eine Schambeinentzündung oder irgendwas hatte ich auf jeden Fall und habe gemerkt, gut, ich brauche erstmal ein bisschen Pause. Hab dann konsequent einfach erstmal nichts gemacht, also ganz viel Ballett und den Winter über aber gar nicht gelaufen. Also so ab Oktober bis dann in den März hinein nichts gemacht. Im März meinte dann der Freund Sven, sag mal, Lisa, bist du denn noch dabei bei dem Staffellauf? Also du willst schon noch die 60 Kilometer laufen? Ja, so tendenziell ja. Aber ich sollte mal wieder anfangen mit Laufen. Hab, wie gesagt, ganz viel Tanz halt gemacht, also viel Ballett, auch Jazz, aber null gelaufen. Wollte das auch so ein bisschen auskurieren, aber ehrlich gesagt war das zu dem Zeitpunkt dann auch eigentlich nur noch eine schlechte Ausrede. Hab dann also mal wieder die Laufschuhe geschnürt und ja, wieder angefangen und bin dann auch direkt im April, weil ich bin ja immer noch kein einziges Mal auf Trails unterwegs gewesen, bin im April dann mal zu einem Salomon-Workshop gegangen im Grunewald. Es war auch wieder irgendwie so ein bisschen Zufall. Ich war bei der Berlin-Marathon-Messe und habe dort am Salomon-Stand, weil ich ja sagte, ich würde hier im nächsten Jahr diese Infinite-Trails laufen, jemanden von Salomon kennengelernt, der gesagt hat, dass sie eben Mittwoch so einen Community-Run haben und ab und zu eben auch so einen Salomon-Workshop. Und dass ich da mal kommen könnte. Genau, und ich habe mir dann auch wirklich bei der Gelegenheit, ich neige dazu, immer die leichtesten und schnellsten und die Wettkampfschuhe direkt ins Auge zu fassen und die gefallen mir meistens am besten. Auf jeden Fall habe ich bei der Gelegenheit dann auch gleich den S-Lab ausprobiert, gemerkt, der passt mir super, hatte den dann auch irgendwie im Internet bestellt und also hatte den Winter über sozusagen schon den Trailschuh parat und habe dann im April ihn zum ersten Mal ausprobiert und das klingt alles nach so
wahnsinnig guter Planung. Ja, und, absolut. Und, richtig ich gute Planung, die richtigen Freunde und wohl überlegt, alle Regeln, die man so kennt, bei geordnetem Laufsport über Bord werfen. So, kauf da einfach mal Schuhe im Internet. Probier immer gleich den Wettkampfschuh auf, sag ruhig mal bei einem Ultra zu, ja, obwohl klar. Du noch nicht mal Offroad gelaufen bist, außer im Cross vor 10 Jahren. Ja, genau. Passt. Genau. Ja, einfach alles richtig gemacht. Trainier den ganzen Winter nicht und fang 2-3 Monate überhaupt erst wieder an zum Laufen. Richtig, in einem Gelände, das du noch nie gelaufen bist. Ja, man muss dazu sagen, ab April fand ich das dann so toll mit dem Traillaufen. Ja, also gut, man muss natürlich ein bisschen relativieren. Gebirge ist das auch nicht wirklich im Grunewald, aber immerhin war ich dann regelmäßig im Grunewald unterwegs. Das war schon mal so eine Annäherung. Genau. Ja, also das waren so meine war so mein Beginn. Und Moment, dann muss ich noch dazu sagen, ich habe dann sogar ganz spontan, das war über Sport Konrad, habe ich einen Startplatz für den ZUT gewonnen, für den Base Trail XL. Hm. Also hier für den 39er. Das ist dann schon alpin, ja? Genau. Da habe ich dann auch gedacht, das passt super. Das war nämlich kurz vor den Infinite Trails dann. Da kann ich das dann mal wirklich ausprobieren. Was hat der Base Trail XL? Ist ein 30? Damals waren es 39. Ja, so irgendwas. Ja, das ist gut. Also wenn man das gemacht hat, ist es zumindest schon mal ein guter Trainingswettkampf. Da dachte ich auch, das hört sich irgendwie vernünftig an. So erstmal 39, dann 60, das müsste passen. Also ja. Ich sag lieber nichts, wie es. Ja. Du gingst so wie der Peter bis vor einem halben Jahr. Das war exakt dieselbe Herangehensweise, bis ich mich dann dazu genötigt habe, sich einen Trainer zu beschaffen. Seitdem läuft er auch viel besser. Aber das sei es so dahingestellt. Dass überhaupt nicht. Ich laufe nur mehr. Und werde gezwungen, irgendwelche komischen, heute läufst du nur langsam mit 130er Puls und nächstes Mal laufst du 4-mal dieselbe Runde und er steht drauf, er traut es nicht öffentlich zugeben. Ja. Oh ja, vor allem, bei mir wird es ja mit dem Puls schon aufhören. Ich habe ja noch nicht mal eine Uhr meistens an. Das ist dann. Also und wenn ich sie anhabe, dann drücke ich immer die falschen Knöpfe und irgendwie. Das kenne ich wieder sehr gut. Ich habe auch schon gesagt, ich brauche einen technischen Assistenten für meine Uhr. Ja, genau. Ja, vor allem, sicher, das war ja auch der Punkt hier beim Saalbasker Race. Vielleicht also Laufgeschwister zumindest. Ja, wenn du mich beim Ballett tanzen siehst, bist du sicher. Ja, nein. Genau. Das passt dann doch nicht. Ja, du hättest schon so eine Statur von einem Balletttänzer. Also, naja. Ja, aber bei der Statur ist dann schon vorbei. Vielleicht. Ja. Nee. Ganz ehrlich, es gibt ja alles im Ballett. Das ist ja ähnlich wie beim Laufen. Also. Ja. Ja, wie gesagt, meine Vorstellung von Ballett ist vielleicht zu sehr geprägt von Hollywood-Filmen, deswegen. Ja, ja, du hast bei Dirty Dancing angefangen und wieder aufgehört, gell? Ja, mhm. Na, Dirty Dancing, das ist ja kein Ballett. Na. Bei ihm schon. Für mich. Nein. Also ich glaube, wir müssen dann nochmal abseits des Podcasts, ich schicke dir mal ein paar richtig schöne Videos. Flo, ja. Ich bin gespannt. Du, und eins davon musst aussuchen und auch nachtanzen. Nein, wir brauchen TikTok-Content. Ja, genau, und aufnehmen, genau, sind wir wieder beim Anfang. Du hast dich zum Material Girl reinretten lassen, nicht ich. Ich mache dieselben Fehler, nicht mit du. Nein. TikTok-Video, du beim Ballett, nein. Wichtig. Ich erst einmal die T-Shirts und dann schauen wir mal. Ihr habt das hier zuerst gehört. Aber um noch ganz kurz bei dem Thema Ballett zu bleiben, wenn wir schon da sind. Du bist ja sportlich recht breit aufgestellt mit Klettern und Kampfsport und Ballett. Also inwiefern, wir haben darüber gescherzt, dass du erst im April gestartet bist, aber du hast ja dann doch auch über den Winter zwar anderen Sport gemacht, aber dennoch Sport gemacht, der dich irgendwie fit gehalten hat. Aber inwiefern hilft dir diese ganzen anderen Sportarten jetzt beim Laufen? Oder dann vor allem auf den Trails? Also gerade Ballett hilft mir ungemein. Das fängt beim Kopf an. Beim Ballett musst du unbedingt im Moment sein. Und also ich persönlich habe da keine anderen Gedanken. Ich denke da nicht, okay, was mache ich mir jetzt heute zum Mittagessen? Oder
Oh Gott, was muss ich noch alles, oh Gott, muss ich die Wohnung noch aufräumen? Das ist immer der schlimmste Gedanke. Nee, also all das ist dann irgendwie nicht präsent, sondern ich bin da wirklich komplett in der Bewegung und in dem Moment, also im Jetzt. Und das ist beim Trail bei mir genauso. Also da bin ich eigentlich, also ich quatsche mit Peter hier, aber sonst halt wirklich auf dem Trail gerade guck, wo ich gerade laufe und genieß das einfach. Also genieß die Bewegung und den Augenblick. Wir haben auch nur bergauf, also wenn wir langsamer unterwegs waren, eigentlich gequatscht, weil bergab haben wir keine Zeit gehabt. Genau, ja. Da muss man ja im Moment sein. Genau. Das ist auch das Problem, was ich habe, wenn es dann flach und langweilig wird, da dann den Fokus zu halten und nicht zu denken, oh Gott, man hört jetzt mal hier die Straße auf. Ist natürlich schwieriger, deshalb laufe ich extrem gerne im technischen Gelände, weil das mir viel einfacher fällt, dann wirklich am Fels zu sein und nur daran zu denken, nur an die Bewegung zu denken, also nur in der Bewegung zu sein. Aber das ist mir jetzt, dass du Ballett gemacht hast, habe ich in der Vorrecherche quasi mitbekommen, dass du Klettern warst, dass du Kampfsport auch gemacht hast. Also ist diese Kombination von, im Endeffekt ist alles davon, ist quasi ein super anstrengendes Balance- und Stabi-Training. Alles andere, was du da machst. Eine Dreiviertelstunde aufwärmen und stretchen, zeig mir einen Läufer. Und also vor allem es klingt alles so nach, es klingt alles so nach alles, was du brauchst für den Downhill, ist es für mich, also so zusammengefasst. Die Klettern, du machst dir quasi nicht ins Hemd vor Bergen. Kampfsport, du machst dir nicht ins Hemd vorm Herfallen. Und Ballett, du weißt, wie du deine Füße hinsetzen musst. Und das habe ich, wie ich dir quasi danach gelaufen bin, haben wir gedacht, das ist einmal eine sinnvolle Technik. Da knallt nicht jemand mit der Ferse so rein, dass er sich quasi die Kniescheibe ruiniert von dem Aufprall. Ja, also genau, gerade das, was du sagst mit dem Ballett zu 100%, also auch dieses mit den Füßen so bewusst arbeiten. Ich glaube, viele Trailläufer, die nutzen ihre oder wissen auch vielleicht gar nicht so gut ihre Füße wirklich zu nutzen und zu platzieren. Und das für alle Österreicher, was sie redet von Füßen und sie meint wirklich die Füße und nicht die österreichischen Füße, die ja bei der Hüfte anfangen. Also sie meint nur das Ding unten, Leute. Die hochdeutschen Füße, genau. Die ganz also unten hängen. Knöchel abwärts, nicht Hüfte abwärts. Genau. Ja, und auch eben die Fußstabilität und das, was da dazu gehört. Also ich finde, du hast das irgendwie extrem gut auf den Punkt gebracht. Ich habe da selber noch gar nicht so bewusst drüber nachgedacht, aber das ist eigentlich schön zusammengefasst. Ja, aber wenn ich meine, der Peter ist auch mit dieser Gabe irgendwie gesegnet und sei es vom Skifahren oder warum auch immer er das irgendwie kann, aber wenn man jetzt so ein Typ ist, der so eher wie so ein Dinosaurier da runter stolpert und nicht recht weiß, wie er da mit seinen Füßen hin soll. Welche Tipps würdest du dann den Leuten geben, wie sie da irgendwie besser runterkommen oder schneller runterkommen? Also ich glaube, das Schlechteste, was man machen kann, was ich häufig beobachte, ist, wenn sich Leute sehr zurücklehnen, sehr angstvoll laufen und dann voll eben mit der Ferse aufknallen. Mhm. Und im Grunde genommen ist das ja Physik. In dem Moment, wo du mit der Ferse und vor allem mit dem Fuß viel zu weit vor dir, also von deinem Körperschwerpunkt entfernt aufkommst, hast du da nicht mehr genug Gewicht und nicht mehr genug Kraft drauf und rutscht natürlich ganz, ganz leicht weg. Also dieses Angstvolle und Zurückhaltende und entsprechend mit nach hinten gelehnten Körperlaufen ist, glaube ich, nicht so förderlich. Also einfach mal probieren, sich ein bisschen zu trauen, nach vorne zu legen mit dem Gewicht. Im Zweifelsfall sonst einfach ein bisschen mehr ins Knie gehen, denke ich, wenn man irgendwie
Angst hat, sonst zu tief zu fallen. Ich gebe ja offen zu, da habe ich auch den Vorteil, dass ich einfach sehr bodennah bin mit meinen 1,60. Also da kann ja auch nicht so viel passieren. Kannst du so hochfallen, ja. Genau, genau. Und in dem Moment, wo man dann eben eher mit dem Vorfuß, Mittelfuß aufkommt, hat man halt auch eine viel größere Fläche des Schuhs, die man nutzen kann. Und rutscht im Zweifelsfall eben nicht so weg. Ja. Aber ich denke, es ist letztlich dann auch viel trainieren. Auch, wie gesagt, auch vielleicht mal ein bisschen mehr an die Füße denken. Ruhig auch mal so ein bisschen Fuß-Stabi-Training machen. Ja. Das schadet auf jeden Fall nicht. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, bei mir ist so, dieses Vorlehnen, das hat man eh auch schon mal gehört und da wird es halt echt schwer, weil man, die meisten so lehnen sich dann eher zurück, weil sie Angst haben, dass sie irgendwie zu schnell sind, dass sie hinfliegen und dann sich quasi reinlehnen oder diese Angst loslassen, indem man quasi irgendwie das Gegenteil macht von dem, was man eigentlich, was einem Sicherheit gibt, ist irgendwie schwierig. Aber ich habe auch festgestellt, ich habe vor 1,5 Jahren angefangen, auch speziell für meinen Fuß, weil ich halt ballausmäßig aufgrund von früher viel Tennis spielen und umknicken und so da oftmals Probleme hatte und habe dann regelmäßiges Fußgewölbetraining, nennt es der Trainer, gemacht. Yeah. Und das hat wirklich viel geholfen. Also ich habe dann gemerkt, dieses Tänzeln über den Trail wegtänzeln. Ich meine, ja, ich bin noch immer nicht so schnell wie der Peter, aber es wird schon. Irgendwann hole ich ihn ein. Aber ich glaube, gerade eben diese Stabilität, die man dadurch bekommt in den Fußgelenken, die gibt dann wiederum Sicherheit. Und die gewonnene Sicherheit führt dann wieder dazu, dass man sich vielleicht doch traut, okay, so ein bisschen nach vorne zu gehen. Genau. Ich glaube auch so ein Grundkurs in der Volkshochschule für, was nicht, Judo in 8 Wochen oder keine Ahnung, irgendwas in die Richtung. Oder Taekwondo oder was denn, Aikido von mir aus. Oder Wing Chun, wenn der Fahrt ist. Ich glaube, wenn du sowas machst, also jetzt nicht, weil du den Sport machen willst, also einen Kampfsport machen willst, sondern wirklich nur diese ersten 10 Wochen, 15 Wochen, das erste Jahr, wo du lernst, einmal Fall her. Also ich glaube, sobald du gelernt hast, wie du fällst, ohne dir weh zu tun, das hilft dir schon extrem, weil im Zweifelsfall, wenn du herfällst, dann hast du die gute Chance, dass du nicht weh tust dabei. Außer natürlich, ja, wenn du jetzt da auf irgendeinem Grat oben bist, links Felsen, rechts Felsen und 100 Meter nach unten, dann ist Herfallen halt meistens ziemlich doof. Wurscht, ob du gut abrollen kannst. Aber so, im Allgemeinen ist Abrollen hilfreich. Und das Lernen hilft, glaube ich. Ja. Ich falle oft hin und irgendwie tue ich mir auch oft weh. Also ich glaube, ich brauche noch so einen Hinfallkurs. Aber das finde ich eben so interessant. Ich habe immer das Gefühl, je sicherer und schneller du läufst, umso weniger fällst du eben auch hin. Also ich weiß nicht, ich kann an der Hand abzählen, wie oft ich gestürzt bin. Kann ich bestätigen? Überhaupt nicht. Ein, zwei Mal, glaube ich, in meinem. Also. Na, da bin ich schon öfter gefahren. Also ich kann dir bestätigen, also wenn du schnell läufst im Sinne von schnell umsteigen, das hilft sicher. Aber also was ich mitbekommen habe, also wenn du kannst halt auch beim Schnelllaufen dann immer nochmal dich selber herausfordern, was geht noch? Also wie brutal kann ich diesen Downhill gehen, um trotzdem noch an der Grenze des für sich selber Machbaren zu sein? Weil es war jetzt gerade wieder das UTMB-Wochenende, wo es unter anderem auch den Kilian Jornet ordentlich in einer Spitzkehre auf die Klappe gelegt hat. Das hat so ein bisschen nach Fressflash ausgeschaut. Hat mich einfach am Bauch gehaut. wenn man die Leute anschaut, wie die da drunter knallen, das ist schon das arg. Ist brutal. Ja, aber ich habe selbst die Erfahrung gemacht, also wenn du sehr schnell eben die Füße setzt, hast du ja immer die Möglichkeit, also ich rutsche ganz häufig, also gerade im Wettkampf, wenn ich es dann eben drauf anlege, rutsche ich sehr, sehr häufig weg oder stolper mal kurz irgendwie drüber, bleib irgendwo hängen. Aber dadurch, dass der nächste Fuß dann eigentlich schon fast steht, kann ich das meistens ausbalancieren.
Ja. Also, dass ich in der Flugphase dann irgendwie strauchel, aber dann doch noch den zweiten Fuß direkt wieder gesetzt bekomme. In dem Moment, wo du langsam läufst und viel Gewicht auf dem Fuß hast, ist das natürlich, wenn du da einmal irgendwie mit dem Fuß, auf dem dann viel Gewicht landet, schlecht landest, dann passiert halt gleich was. Dann fällst du gleich um und im Zweifelsfall auch noch ordentlich, dass es dich richtig scheiße legt. Das kann ich bestätigen, deswegen war das ja so, nach dem ersten Downhill, wo ich quasi hinter dir gelaufen bin, wo ich gedacht habe, endlich jemand, wo ich mir eben nicht drüber nachdenken muss, also, okay, sie läuft Falllinie, passt und einfach und gut ist. Direkt, ja. Ja, die direkte Linie und ich habe mir das ganz kurz angeschaut und mir gedacht, passt, das kann ich übernehmen. Es ist vielleicht der eine oder andere Fuß tritt anders aufgrund der unterschiedlichen Beinlänge, aber prinzipiell hat das schon hingehaut. Und das Problem habe ich halt ganz oft, wenn jemand mit einer anderen Technik vor mir läuft, dass ich mir denke, das funktioniert so gar nicht. Geh mal weg hier. Lass mich mal durch. Ich muss auch immer sofort überholen im Downhill. Das kann ich auch gar nicht haben, wenn da vor mir jemand irgendwie und dann sehe ich nichts und dann ist es zu langsam und ich muss abbremsen. Das mag ich nicht. Wie? Ja. Aus der anderen Perspektive, ich mag es dafür nicht, wenn man hinter mir aufläuft und mir am Nerv geht und ich kann gerade nicht überholen und ich merke, dass er hinter mir schon in die Startlöcher steht. Das hasse ich dafür wie Pest. Und mein Problem ist, ich glaube, dass ich über die Jahre auch besser geworden bin, aber ich habe halt auch nicht, also damit du sowas wirklich auch trainieren kannst, dann auch die technisch schwierigen Trails, brauchst du doch technisch schwierige Trails, wenn du nicht irgendwie eine Begabung dafür hast, dass du irgendwie die Falllinie siehst und das sind Dinge, über die ich mir vor ein paar Jahren keine Gedanken gemacht habe, dass das überhaupt wichtig ist fürs Downhill-Laufen. Aber woher? Ich habe es irgendwie nie gelernt oder hatte irgendwie so die natürliche Gabe. Und dann ohne Gebiet, wo du das dann ausprobieren kannst, wird es ja dann auch wahnsinnig schwer, sich dieses Wissen irgendwie anzueignen und auch das Vertrauen anzueignen, weil es ist dann halt nur mal Vertrauen und das kriegst du nur durch Übung, Übung, Übung. Ja, da musst du mal in den Berliner Grunewald kommen. Oder ins Leitergebirge. Da habe ich es gelernt. Ja. Ich kann ja auch den Leitergebirge. Oder den Bisonberg. Flo, wir sind das schon gelaufen. Der Bisonberg ist nur 180, 200 Meter hoch. Er hat aber zwei wirklich, wirklich resche Downhills. Da kann man schon gut Technik üben. Bei mir im Wald auch. Der ist zwar nur 60 Höhenmeter hoch, aber da gibt es auch ein paar. wenn du im Wettkampf läufst, das hätte mich nur interessiert. Also erstens, ist für dich, so wie ich das mitbekommen habe, mit Reisen, mit Klettern, mit auch Wandern gehen, ist die Landschaft ja sicher nicht uninteressant. Aber schaust du im Wettkampf drauf? Und was ist bei dir im Wettkampf das Ziel? Ist es eine schöne Zeit haben? Eine gute Zeit für dich selber haben? Ist es die Damenwertung? Ist es die Gesamtwertung? Wie gehst du einen Wettkampf an? Also erstmal auf jeden Fall Läufe, die mir Freude machen, also die ich einfach, also die technisch sind. Ich war hier dieses Jahr irgendwie beim Großglockner und da war so ein elendslanges Stück. Also eigentlich die ganze zweite Hälfte war nur Forstweg und dann auch noch irgendwie so flach. Also das war gar nicht meins. Da habe ich dann gemerkt, okay, sowas nie wieder. Ich mag gerne eben die technischen Läufe, wo ich dann halt auch wirklich direkt den Fels habe und wo ich den Moment auch sehr genießen kann. Und Ziel für mich ist dann schon, wenn es ein Wettkampf ist, also erstmal finde ich es toll, dass ich mich nicht um die Strecke kümmern muss. Also ich fahre da ja einfach hin und das ist alles, sind überall schöne Streckenmarkierungen. Das ist für mich ich plane einfach nicht so gerne. Ich glaube, das hat man schon so ein bisschen herausgehört. Also ich finde es einfach schön, wenn ich einfach irgendwem oder irgendwas hinterherlaufen kann. Und dann habe ich schon eigentlich so als Ziel halt für mich, einen sehr guten Lauf rauszuholen. Also ob das jetzt dann Platz 1 in der Damenwertung ist oder ob es Top 10 ist. Letztlich, was am Ende bei rauskommt, das hängt von so vielen Faktoren und vom Starterfeld und davon ab, wie gut es dir halt an dem Tag geht. Aber einfach, dass ich dann im Ziel sagen kann, ja, ich habe so für mich irgendwie eine Leistung gebracht, mit der bin ich irgendwie zufrieden. Habe schon mehr
reingehauen als jetzt im Training und hatten einen schönen Tag auf den Trails drauf. Ja, wir haben das ja auch letzte Woche beim Peter und den Julian Apps besprochen, wo es da irgendwie darum ging. Und deine eigene Leistung ist das Einzige, was du irgendwie kontrollieren kannst oder wo du irgendwie einen Einfluss drauf hast. Wenn du jetzt hinkommst und plötzlich kommen drei Läufer Marke Kilian hin, dann gewinnst du es halt nicht. Da kannst du eh nichts dagegen tun irgendwie. Du kannst dann nur schauen, dass du trotzdem das beste Rennen laufst, das laufen kannst. Ja, und ja. Nur die Lisa ist jetzt da auch relativ weit vorne, würde ich mal sagen, weil du hast ja unter anderem den Meierhofen Ultrax gewonnen, du warst bei den Golden Trail Finals, du bist auch jetzt beim Glockner in der Damenwertung Top 5 gelaufen in Madeira, die 85 Kilometer, dritte Frau, also suchst du dir die Rennen nur nach Schönheit des Rennens aus oder? Weil wenn ich jetzt sage, na, dann laufe ich halt den, weiß ich nicht, den Cut 100. Das ist ein der längste Ultra in Österreich und auch 10.000 Höhenmeter und alles drum und dran. Nur, dass die Wahrscheinlichkeit, dass beim Cut 100 der Kilian, der Jim Walmsley und der Ryan Sands laufen, das ist halt eher nicht so. Wenn ich mir jetzt beim UTMB anmelde, dann gehe ich nicht auf die Top 10 los. Ja, also da kann ich sagen, ich wähle wirklich die Läufe lediglich nach der Attraktivität des Laufes aus. Also wie attraktiv stelle ich mir die Strecke vor? Mhm. Je technischer, umso besser im Normalfall. Also hier Trofeo Kima steht bei mir auch ganz oben auf der Liste. Also ich habe so eine Liste, die wird immer länger meistens, vor allem gibt es auch einige Läufe, die möchte ich definitiv nochmal laufen, zum Beispiel eben Tromsø Sky Race. Mhm. Und wer dann da letztlich am Start steht, da muss ich sagen, finde ich, ist die Mischung auch manchmal ganz schön. Also es darf auch mal ein kleinerer Lauf sein und manchmal, finde ich, ist es aber auch irgendwie von der Stimmung toll, wenn es wirklich so ein großer internationaler Lauf ist. Mhm. Und gut, dann natürlich auch so ein bisschen, ich sag mal, das Reiseziel. Madeira fand ich unglaublich schön, insgesamt eben die portugiesischen Inseln, die Azoren auch unglaublich schön. Ja, da waren diese Golden Trail Finals, genau, diese ganze Woche, was das da war. Ah, das war super, ja. Und dort zum Beispiel bei anderen Rennen, wo du dabei warst, hast du ja auch wirklich internationale Konkurrenz gehabt, was weiß ich, wo eben auch wirklich der Jim Walmsley oder ähnliche laufen und zwar am selben Tag, dieselben Trails. Ich persönlich, ich mag das ja, weil ich schaue mir dann auch danach an, wie die Personen dasselbe Rennen, das ich gelaufen bin, am selben Tag laufen und denke mir so, die sind sicher fitter wie ich, das macht mal ganz viel aus, aber wie machen die das? Also mich interessiert dann ja auch ganz oft, wie geht der einen Uphill an? Wie agieren die in der Labestation? Wie läuft er den Downhill? Also und das ist halt für mich persönlich total geil, wenn ich es direkt vergleichen kann. Nicht, dass ich sagen kann, ja, ich bin im Leitergebirge gelaufen und der Jim Walmsley ist halt in UTMB gelaufen. So, ja, okay, das ist jetzt vielleicht nicht 100% deckungsgleich. Ja, das, also absolut. Ich finde das auch immer wieder spannend, eben bei so internationalen Läufen zu starten und auch zu erleben, wie eng diese Community, diese Traillauf-Community ja auch zusammenhält. Ich weiß noch, hier auf den Azoren, da waren wir auch am letzten Abend gemeinsam essen, da saß Jim Walmsley auch bei uns am Tisch. Es war ein bisschen eine längere Tafel. Ich gebe offen zu, wir hatten jetzt kein direktes Gespräch, aber es ist trotzdem schön und zeigt ja auch, dass man, ja, dass am Ende dann doch alle gemeinsam irgendwie die gleiche Leidenschaft haben, egal ob sie jetzt eben ganz vorne mitlaufen oder eher hinten. Ja, und mittlerweile ist der Jim Walmsley ja schon werdender Franzose, also du könntest ihm sicher ein bisschen Französisch beibringen und ein paar Pluspunkte beim Sammeln. Ja. Wobei das finde ich auch immer ganz geil, auch ganz vorne. Also ich habe jetzt da neulich eben beim UTMB, wie es den Kilian auch quasi auf die Klappe gehaut hat, wo eben der, ach Gott, wie hieß der? Genau, der Matthias, der Französische, sich umgedreht hat und gefragt, ob er okay ist, beziehungsweise die Emily Forsberg war es, glaube ich, oder? Ja. Die sich beim
Ach, ihr jetzt Strandafjord Trail Race. Dankeschön. ich verfolge das gerne. Die Sarah Alonso so über den Felsen runtergekaut hat. Die hat sich auch umgedreht und hat nachgefragt, ob alles okay ist. Also dieses immer trotzdem nachfragen, wie es dem anderen geht, auch wenn man in einem Wettkampf ist, es ist schon gut. Also das mag ich einfach. Also das gehört sich einfach. Ja, unbedingt. Das passiert da einfach immer. Ja, obwohl ich auch manchmal glaube, dass es sich auch, also um so ein bisschen Devil's Advocate zu spielen, Selbstzweck vielleicht sein kann, weil beim französischen Matthias, die zwei haben sich quasi ins Ziel gezogen, um beide noch irgendwie unter Sub 20 zu kommen. Und wenn er jetzt da irgendwo in Kieler davonläuft, dann ist die Chance wahrscheinlich geringer, dass er es schafft. Und deswegen hat er halt wahrscheinlich geschaut, dass er noch irgendwie bei ihm bleibt. Also ich glaube auch, dass da manchmal, ohne jetzt jemanden Böswilligkeit zu unterstellen, aber sicher auch mal ein gewisser Kalkül ist. Es klingt jetzt vielleicht zu negativ, aber wenn man quasi, ist auch wie wenn wir gemeinsam laufen, dann willst du zusammenbleiben, damit du dich irgendwie gemeinsam ins Ziel tragen kannst. Denke, oder der andere hat den Autoschlüssel. Genau. Aber ich denke, das ist vor allem, es ist eine Geste des fairen Sports und die sieht man ja auch in anderen Sportarten. Ich denke an den Radsport. Tour de France gibt es unzählige Bilder von den Führenden, die dann aufeinander warten, wenn einer gestürzt ist. Also gerade wenn irgendwie sowas wie ein Sturz dazwischen kommt, irgendwas Unerwartetes, dass man wartet, dass man kurz checkt, ist der andere okay. Ich denke, das ist einfach Fairplay und das ist jetzt auch keine einmalige Besonderheit des Trail-Laufsports. Ja. Genau. Wobei also gerade im Kampfsport sehe ich das selten. Also wenn da einer herfällt, dass der andere sagt, kein Problem, komm, ich hüpfe da auf. Also man muss da schon unterscheiden. Nein, vielleicht aufhelfen, damit man noch eine geben kann, damit er noch hinkriegt und so. Also das ist auch wieder nur Mittel zum Zweck. Also das ist Ja, außerdem, da redet man nicht so viel. Also außer im Boxen, da kaut der eine dem anderen schon mal ab. Aber sonst. Ja, da redet man auch miteinander. Also ich meine, der Muhammad Ali war ja bekannt dafür, dass er seine Gegner zugelabert hat. Also. Ja, stimmt. Ja, komm her, willst du sehen, was du davon hast? Ja, fair. Ja. Aber weil wir vorher bei Kilian waren, die haben ja, er und die Emily, Emily? Nein. Ja. Doch. Ja. Vielleicht auch mit dem anderen, aber mit der Emily ist er verheiratet. Richtig. Die haben dieses große Sky Race, das ja durchaus bekannt, oder ich weiß nicht, bekannt dafür auch das technische Terrain zu lieben. Magst du es kurz einmal da mitnehmen? Hat das all deine Erwartungen an ein technisches Rennen erfüllt? Wie war das so, an diesem besonderen Rennen teilzunehmen? Ja, also das Tromsø Sky Race kann ich auf jeden Fall jedem sehr empfehlen. Also es hat unglaublich Spaß gemacht. Vielleicht mal zur Erwartungshaltung. Ich bin jemand, ich habe meistens keine wirkliche Erwartungshaltung, was einfach damit zusammenhängt, dass ich nur geringfügig informiert bin, was mich jetzt eigentlich genau erwartet. Also so ein bisschen, also sagen wir so, ich weiß die Kilometerzahl und die Höhenmeter, gucke ich kurz, und ich habe das Profil mal gesehen. Was, du lachst? Ja, naja. Das ist 1:1 der Flo. 1:1 der Flo. Naja, also. Du musst schon froh sein, wenn er ins Auto steigt und weiß, wohin die Reise geht. Und ja, das weiß ich nicht immer, weil wenn ich mitfahre, ist mir das auch wurscht. Ich muss nur wissen, wo ich abgeholt werde. Genau. Es ist so ein paar Eckdaten. Also das ist immer genau der Punkt. Ich muss immer also meine Planung muss zulassen, dass ich sozusagen noch, also dass ich die Planung anderer nicht beeinträchtige. Also sobald natürlich Dritte dann im Spiel sind, muss ich gucken, dass ich da irgendwie, ja gut, aber so viel zur Planung. Ich muss auch noch die nächsten Tage planen und das ist auch schon wieder total, aber egal. Tromsø. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Vor einem Rennen ein Gespräch mit mir und einer Freundin schaut meistens so aus. Und wo ist das Rennen? Du, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Und wann startet es? Ich habe keine Ahnung. Du, und wann wirst du abgeholt? Ich weiß eigentlich nichts. Und wie lange fahrt es? Keine Ahnung. Sag, was weißt du eigentlich? Ich weiß, dass ich um 9 Uhr am Hauptbahnhof sein soll. Das ist alles. Siehst du, das reicht. Reicht. Also den Rest outsource ich und lass mir die anderen Gedanken drüber machen. Das ist, so führe ich ein sehr entspanntes Leben. Das ist super. Ja, genau, es führt zu Entspanntheit und ich habe
zugegebenermaßen, also vor Tromsø, ich wusste nicht genau, wie nördlich das liegt, bis ich dann mal kurz vorher auf die Landkarte geschaut habe und gesehen habe, naja, dann gucken wir doch mal kurz auch in die Wetter-App, was da so für Temperaturen erwartet werden. Entsprechend hatte ich dann doch auch ein paar Sachen dabei. Also so viel Vorbereitung ist dann doch meistens ganz gut für Rennen. Ja. Genau, aber ja, ich habe mich ein bisschen überraschen lassen. Also ich wusste, es gilt als sehr technisches Rennen, das war mir dann klar, aber was jetzt so die genaue Strecke angeht, ja, einfach mal drauf loslaufen. Ja, es ist unglaublich abwechslungsreich, wie ich finde, was sehr, sehr schön ist, das kam schon im Race Briefing zur Sprache, es gibt ganz wenige flache Stellen. Im Race Briefing kam der Moment, da hat der Verantwortliche gesagt, there are two flat K and if you're a flat runner or a fast road runner, this is your moment to shine. Also man rennt diese 2 Kilometer, die läuft man zweimal, also 4 Kilometer insgesamt, die relativ flach sind. Man muss allerdings auch sagen, es ist ein wunderschöner Trail, der durch so Heidelbeerbüsche durchgeht, hoch, also auch nicht komplett flach, durch den Matsch, durch irgendwelche, also stand ich einmal wirklich hüfthoch im Matsch. Also ein richtig schöner Trail, der dann auch nicht langweilig war. Und am meisten Respekt, das hört sich auch total bescheuert jetzt an, hatte ich in der Tat vor den letzten, vom letzten Kilometer, weil ich wusste, den letzten Kilometer geht's ja dann nochmal durch Tromsø über diese Brücke. Und ich wusste, ich möchte auf jeden Fall nicht da irgendwie gehend über diese Brücke durch das Flache dann kommen, sondern da möchte ich dann schon auch noch ein bisschen was irgendwie in den Beinen haben, um dann da nicht durch die Stadt zu schlurfen. Vielleicht kannst du es doch ganz kurz alle mitnehmen. Also Tromsø ist am Polarkreis, also nördlich davon, glaube ich, oder am Polarkreis, sagen wir mal. Es ist in Norwegen. Ja, es ist Norwegen. Es ist, das Rennen ist im, wann ist denn das eigentlich? Ist es im Sommer? Das war jetzt, das war jetzt vor einem Monat. Okay, das heißt, es ist Ende Juli, Anfang August, so in, die, in der Richtung. 3 Wochen. Hm? Ja? Genau. Wie lange? Und wie viele Höhenmeter hat das? Also sind wir, bei Sky Races sind ja oft so bei 30 Kilometer, aber es gibt ja auch lange Sky Races. Also wo befinden wir uns da ungefähr? Genau, also Tromsø gehört definitiv zu den längeren Sky Races mit 57 Kilometern und 4800 Höhenmetern. Das klingt aber gar nicht so schlimm noch. Nee, also ich fand's auch, schlimm fand ich es hier nicht. Was aber schön ist, ist eben, dass es wirklich ganz, ganz wenige, also insgesamt 4 bzw. 5, wenn man den Teil durch Tromsø noch mitzählt, 5-6 Kilometer relativ flach ist und der Rest ist halt wirklich hoch oder runter. Und meistens schon ziemlich steil und durch eher technisches Gelände. Das ist einfach, zeichnet eigentlich Tromsø aus. Muss man was mitbringen? Also das ist das Schöne. Muss man sich qualifizieren oder so? Muss man sich, wenn es ein Sky Race ist und es ist sehr technisch, muss ich mich irgendwie qualifizieren? Muss ich nachweisen, dass ich das, was ich vorhab, auch kann? Oder denken Sie die, okay, wenn du so bescheuert bist, dass du dich anmeldest, dann wirst du schon wissen, was du tust. Genau, letzteres. Hervorragend. Aber man muss auch fairerweise sagen, also die haben die Cut-Off-Zeiten so gesteckt und das haben sie auch im Race-Briefing nochmal angesprochen, dass da keiner auf den Hamparoken, das ist so das Highlight und der höchste Punkt dann in dem Lauf, und das, wo das Gelände am technischsten ist, da lassen sie gar keinen rauf, der dann nicht wirklich diese Cut-Off-Zeiten, die wie gesagt sehr eng gesteckt sind, auch erreicht und der nicht auch so aussieht, als würde er das noch irgendwie schaffen. Ja. Okay. Also das ist dann, glaube ich, ja, deren Variante, da dann doch auszusieben sozusagen. Naja, das haben wir vom Thomas Bosniak, der ja in Österreich quasi die österreichische Trailrunning-Organisation gegründet und hat und leitet und auch die Skyrunning-Meisterschaft und so weiter und das Nationalteam geformt hat,
also bitte korrigiert mich, wenn ich da falsch bin, aber so er ist da sehr aktiv, der hat gesagt, dass beim Sky Race sind, da ist es halt sehr technisch und da schauen sie immer drauf, dass die Cut-Off-Zeiten wirklich knackig sind, damit nur die, die es auch können und die die Fitness haben, weiterkommen. Dann, auch als einem Sicherheitsgedanken. Er hat gesagt, diese, wie nennt man es jetzt, Landschafts-Ultra-Trails, er hat gesagt, da ist völlig wurscht, ob du die Cut-Off-Zeit ewig lang machst. Aber wenn es ins technische Gelände geht, dann musst du halt auch schauen, dass die Menschen, die das tun, das auch quasi wieder runterschaffen von diesem Berg. Ja, ja, also ich denke, das macht auf jeden Fall Sinn. Und umgekehrt denke ich auch, ist es dann letztlich doch in der Eigenverantwortlichkeit eines jeden, ob er dann sagt, okay, ich melde mich da jetzt einfach an. Ich meine, da muss ich mir auch dazu zählen. Ich melde mich ja auch einfach immer an und gucke danach, was das jetzt genau ist. Und Gleiches gilt aber ja auch für die Pflichtausstattung. Also beim Tromsø Sky Race ist es wiederum so, dass du wirklich, dass dir komplett freigestellt wird, was du mitnimmst. Und irgendwie, finde ich, geht es auch letztlich so ein bisschen Hand in Hand miteinander. Also die sprechen Empfehlungen aus, das finde ich auch sehr sinnvoll. Aber überlassen es letztlich den Startern, was sie. Ja, ich finde, es kommt immer darauf an, welches Publikum du halt ansprichst. Wenn du halt auch über die Karte von so natürlich ein und von dort kommen ja auch vor allem der Kilian ein sehr erfahrenes und sehr bergliebendes Publikum ansprichst, dann finde ich es auch vollkommen okay, weil das ist deren Ethos, dass die wissen, dass da erfahrene Leute sind und dass die wissen, was sie tun. Wenn es jetzt aber irgend so ein Landschafts-Ultra bist, Einsteiger-Ultra bist oder Massenphänomen bist, / UTMB, dann glaube ich, braucht es dann schon teilweise auch Pflichtausrüstung, weil sonst hast dann die Möchtegern-Kilians, die mit einer Softflask und einer Windshell irgendwie versuchen, den UTMB zu laufen. Ja, yeah, okay, das Fair Point, also. Ja, weil sowas, man, wenn du jetzt so ein Sky Race nimmst, oder eben fliege mal nach Norwegen oder fahre nach Norwegen, damit du was wirklich Technisches machst, ist halt was anderes. Das ist jetzt da total unfair vielleicht gegenüber dem Zut, aber der Zut ist wahrscheinlich im Vergleich nicht so technisch, aber hat jetzt für die mitteleuropäische Laufszene den großen Vorteil, er ist halt einfach leicht zu erreichen. Also wahrscheinlich leichter als Tromsø. Und da hast du dann halt ganz schnell mal Menschen, die sie ja überreden haben lassen, weil irgendwer anderen Startplatz gehabt hat und der sagt, hey, hier, 60 Kilometer, geht das? Und sagen, ja, ist kein Problem. Und manche davon wissen, was sie tun und haben schon dementsprechend sportliche Erfahrung, dass sie es machen. Und andere kommen halt vom, weiß ich nicht, die haben halt vorher Fußball gespielt oder irgendwas in der Ebene und sagen, ja, ich bin auch recht fit. Und plötzlich stehen sie am Berg und denken sie, oh shit, was tue ich hier überhaupt? Ja, 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 nee, das stimmt. Da muss man definitiv irgendwie ein bisschen unterscheiden zwischen den Rennen. Oder du bist da der Lauf, wo es, also ich kann mich an meinen ersten 100 erinnern, das war der Dirndl-Tal, da war das auch so locker gehalten, aber da laufst du halt irgendwo in St. Pölten zwischen die Acker herum. Wenn es da jetzt dir mal nicht so gut geht, dann holst du das Handy raus, rufst da Taxi und lass dich heimführen. Da ist auch relativ wurscht. Da kann da jetzt nicht so viel passieren. Da ist wurscht, was du mit hast. Ja, das stimmt. Ja. Wie war das Rennen dann? Also, du bist jetzt da hinkommen, es war sehr technisch, aber wie war das Rennen jetzt? Es hat einfach Spaß gemacht. Also, wie gesagt, ich habe nie irgendwie jetzt eine ganz konkrete Erwartung und dementsprechend habe ich es einfach nur genossen und fand es sehr, sehr abwechslungsreich. Also zu Beginn ist es eher etwas sachter, sage ich jetzt mal. Also da geht es so ein bisschen wellig bergauf und dann auch wieder bergab und dann geht es langsam eben ins schroffere Gelände. Auch den wunderschönen Krater am Hamparoken entlang, dann auf den Hamparoken hinauf, das war auch für mich so das absolute Highlight, da auf den Hamparoken zu kommen, das allerletzte Stück, so die letzten 5 Meter kann man fast so ein bisschen klettern, also das ist dann wirklich richtig schön. Und dann geht's teilweise auf dem gleichen Weg auch wieder zurück. Mhm.
durch viele, viele Flüsse. Also im Race Briefing wurde von dem Fluss gesprochen, um die Wasserflaschen aufzufüllen. Irgendwie waren es relativ viele Flussdurchquerungen am Ende. Also ich glaube, es waren irgendwie 10 bis 15 Flussdurchquerungen, aber gut. Also ich hatte auf jeden Fall immer saubere Schuhe, wobei die wurden auch wieder matschig. Es war wirklich rundum ein richtig toller Lauf. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, muss ich sagen, das ist so ein Lauf, wo es ums Wesentliche geht. Also es geht um eine gute Streckenführung, darum, dass an entscheidenden Stellen vielleicht auch für Sicherheit gesorgt ist. Aber sonst kriegst du einfach deine Startnummer in die Hand, du kriegst eine Flask in die Hand bei der Startnummernausgabe und dir wird viel Glück gewünscht. Und ja, das finde ich eigentlich großartig, wenn da jetzt nicht, ich brauche kein Riesenfrumborium und noch ein Starter-T-Shirt und dann noch ein Finisher-T-Shirt und dieses und jenes und es ist rudimentär, aber es ist, zielgerichtet. Ja, also, und du hast was zum Essen und zum Trinken. Du hast was zum Essen und zum Trinken, auch nur das, also dir wird auch gesagt, du solltest deine eigene Verpflegung mitnehmen, weil viel gibt es dort auch nicht an Verpflegung, was ich auch sehr gut finde. Wasser weil, und ISO wahrscheinlich. Ich weiß es gar nicht genau, es gab, glaube ich, ich habe es nicht wirklich genutzt, ich habe irgendwie ein paar Bananen genommen, aber sonst gab es noch Schokolade und Orangen, glaube ich. Aber es war auf jeden Fall wirklich sehr, in der Hinsicht eher minimalistisch gehalten. Aber du hattest Leute, die dich anfeuern, du hattest eine schöne Stimmung und halt vor allem wirklich eine ganz tolle Strecke. Also für mich war das so genau die Mischung, die ich suche und die ich möchte. Mhm. Fand ich wirklich toll. Und halt nicht so dieses, ich nenne es manchmal etwas abwertend, Rundum-Sorglos-Paket. Es ist ja auch gut, dass es sowas gibt. Und für manche Läufer, die spricht das vielleicht auch sehr an, wenn sie eben ganz viele Verpflegungsstellen haben, wo es wirklich alles gibt, ganz viel Medicals, ganz viel, ich weiß es nicht, irgendwelche Sicherheitsstellen und vorher Pasta-Partys und dieses und jenes. Ich persönlich finde es eigentlich manchmal ganz schön, wenn's so ein bisschen auf den Laufsport heruntergebrochen wird. Also das fand ich zum Beispiel auch bei den Azoren damals gut, bei der Golden Trail Serie. Da habe ich das ähnlich empfunden. Wenn du mal ein bisschen rustikaler sein darf. Genau. Also, solange es das ist, was man sich vorher vorstellt. Also ich glaube, es ist nur dann schwierig. Es ist nur dann schwierig, wenn du das wird jetzt da ein totales Abenteuer und dann gehst du auf einen, weiß ich nicht, Transalpin ran, wo du alles inklusive der täglichen Physiotherapie buchen kannst. Genau. Oder andersrum, wenn du das gewohnt bist und dann sagst, heute mache ich mal einen Sky Race und dann kommst du drauf, das ist schwierig, das ist nämlich Selbstversorgung quasi. Also, ist doch ein bisschen anders. Ich glaube, man muss einfach nur wissen, worauf man sich einlässt, dann kann man, glaube ich, sowohl das eine als auch das andere irgendwie genießen. Weil, also ich brauche keine ausführlichen Labestationen, weil ich habe mein Zeug selber mit, weil da weiß wenigstens, was ich dabei habe. Genau. Ich finde, es hat beides. Also manchmal laufe ich gern sowas und manchmal gern sowas. Keine Ahnung, wenn es bei uns in Österreich, wenn es dann in Feitscher Grenzstaffellauf anschaust, da gibt es auch alle 4-5 Kilometer Labestationen. Da brauchst du im Endeffekt für die 50 Kilometer mit 200.000 Höhenmeter oder sowas, brauchst im Endeffekt nichts mit haben, weil es vollends umsorgt ist. Das ist, der Lauf ist geil und die Leute sind live und deswegen nimmt man bei sowas auch gern teil. Aber manchmal will man es halt auch ein bisschen rustikal und dann nimmt man halt irgendwas Geiles oder fahrt Gott bewahre nach Tromsø, obwohl ich mir das für mich jetzt nicht vorstellen kann, weil ich bei den ganzen technischen Dings mit Nature Angst und Bange, aber Man sollte schwindelfrei sein, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe, solltest du wirklich trittsicher und schwindelfrei sein bei sowas, oder? Also ich muss immer aufpassen, was ich sage, weil ich empfinde es meistens gar nicht. Naja, du kommst aus dem Klettern. So. Ja, und ich weiß nicht, also vielleicht auch, weil ich mich in solchen Momenten so auch auf meine Bewegungen konzentriere, nehme ich das dann gar nicht wahr, dass es vielleicht, dass es manche Leute als gefährlich empfinden könnten oder
ja, dass manchen sogar fast schlecht davon wird, wenn sie da jetzt nach links unten gucken. Ich genieße das ja eher, wenn ich irgendwo so ein bisschen ausgesetzt bin. Das heißt, wenn du sagst, es war eh gar nicht so schlimm, dann wissen wir, dass es ziemlich technisch war und dass jeder andere eigentlich Angst und Bang haben sollte. Na gut, das ist auch gut zu wissen, wenn man sich das Gegenteil annehmen kann. Ja, ich bin immer vorsichtig, wie gesagt. Ja, aber Flo, du hast das vorher gehört. Die Lisa war jetzt da die erste Person, die ich gehört habe, die beim Gehgut mitgemacht hat und gesagt hat, es war Fahrt im Sinne von es war untechnisch. Die meisten anderen, die sagen, naja, das ist schon ziemlich. Ich habe sogar einen Neuschwand hat bei den 35 mitgemacht und hat gemeint, was für ein technisches Rennen. Ja, wobei, du hast die 55 gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie die Strecke vom 55er genau ausschaut. Ja, also du hast oben einen technischen Teil, aber der ist halt viel zu kurz. Also es gab einen ganz tollen Downhill, den habe ich auch wirklich sehr gefeiert. Aber ja, danach war dann halt leider Schluss. Ja, geht der irgendwie Karlsertal oder Verleiten oder so, glaube ich. Also entweder der eine oder andere Seite. Das kann sein, dass das dann halt relativ eben, würde ich mal sagen, oder untechnisch rausgeht. Beides, ja, genau. Also da war wirklich, gut. Aber ja. Ich sag mir dann an solchen Stellen immer, gut, das ist jetzt dein mentales Training, Lisa. Also da, das sehe ich dann, wie gesagt, eher immer so als Kopftraining. Ja, und ich glaube, in den Gebieten sind das einfach dann die Zufahrtswege hin zum Berg. Ich glaube, oftmals kennt es doch keine wirklich andere Route. Also erstens ja, damit du sicher auch ein bisschen massentauglich hast, aber du hast dann halt nicht so viel. Und wenn du von einem zum nächsten Berg musst, dann musst du halt da irgendwie runter und wieder rauf und musst halt da irgendwie dann teilweise halt auch die Vorstraßen runter. Ja. Das ist in einer Gegend wie Tromsø wahrscheinlich einfacher, weil es dort nichts anderes gibt. Aber bei uns gibt es dann halt oft. Naja, wobei ich muss sagen, da große, große Empfehlung an dieses Saalbach-Rennen. Weil ich glaube, wenn die zweite Hälfte laufbar gewesen wäre, im Sinne von dem Tag, also wir haben null Forstweg oder Asphalt gehabt, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie uns halt quasi wirklich runterleiten haben müssen. Dann war es halt tatsächlich, hallo, folge diesem Forstweg bis zu diesem Schild, dann folge dem Forstweg bis zur Busstation und von dort rennst du bitte den Asphalt raus. Aber vorher... Wir sind eine Skipiste raufgelaufen und dann wirklich nur oben entlang von Gipfel zu Gipfel zu Gipfel. Und das, also da muss ich sagen, da haben sie wirklich ein richtig cooles Rennen auf die Füße gestellt. Ja, unbedingt. Also die Strecke ist an sich wunderschön. Ja. Wir haben ja letztes Mal schon gesagt, bist du dann an noch einen Tag geblieben in Saalbach? Nein, ich bin dann mit Freunden weitergereist. Also ich bin dann zu Freunden in die Nähe von Salzburg. Okay. Weil wir haben uns gedacht, wir nächstes Jahr vielleicht machen wir das nochmal, weil dann sehen wir die Gegend auch und nicht nur Nebel. Ja. Und das würde sich tatsächlich anbieten für so ein Doppeldecker-Wochenende, dass man am ersten Tag was läuft und am zweiten Tag irgendeine kürzere Distanz oder so. Also das kann ich mir bei, gut vorstellen dort. Ja, bei solchen Ideen hast du mich natürlich sofort im Boot. Eieieiei. Das sieht gut an. Aber ich habe noch ganz viele andere Ideen. Ich glaube, wir tauschen uns dazu nochmal aus. Das ist eine gute Idee. Der Peter hat auch immer ganz, ganz viele blöde Ideen. Ja, vor allem, ich werde dann meistens irgendwie gefragt, ja, was hast du denn jetzt noch geplant hier diesen Sommer oder diese Saison? Und ich habe immer so eine Liste und sag dann, ja, vielleicht das und vielleicht das und vielleicht auch noch das. Und dann meinte jetzt am Sonntag ein Lauffreund von mir, naja, wenn du sagst vielleicht das und das, so wie ich dich kenne, zu 90% bist du dann auch wirklich dort. So einige Ideen setze ich dann auch um. Ja, wenn man keinen Trainer hat, kann man das ja machen. Ja, genau, das ist sehr, sehr hilfreich. Super. Und vor allem keinen Trainingsplan und nichts. Super. Aha. Ja, danke. Du hast mir da reingeritten. Das machst denn du hast es entschieden. Aber, ich habe dir nur sinnvolle Tipps in die richtige Richtung gegeben. In die richtige Richtung. Aber hast du denn einen Trainer? Ich? Ja.
Ja. Das ist auch ein ich bin nicht so der, also ich habe zwar wenig Plan, aber ich habe gern, ich mache mir ungern selten einen Plan, aber ich habe dann doch irgendwie gerne einen Plan, deswegen lasse ich mir Pläne machen. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob das nicht auch eine Herangehensweise ist. Ja. Nein, ich habe das eine Zeit selbst probiert, mir selbst Pläne zu schreiben, aber ich habe mich dann in eine ziemlich böse Meniskusverletzung gelaufen, weil ich das Gefühl hatte, immer zu wenig zu machen und deswegen viel zu viel gemacht habe. Und ich so Struktur und sowas schon gern mag. Und ich schaue mal und laufe einfach mal. Also das war, bin ich nicht so. Und deswegen tut mir das ganz gut. Ja. Ja, gut tun wird es mir wahrscheinlich, gebe ich offen zu auch, aber Ich meine, es ist eh jeder, wie er will, und der Peter und ich haben das Thema eh schon wahnsinnig oft besprochen, aber man sieht halt schon, wenn man ein bisschen Struktur und ein bisschen System in das Ganze bringt beim Peter, wie sehr seine Leistung nach oben katapultiert. Ja. Der Peter war vielleicht ein Extrem-Ding, so der Peter ist 5 oder 6 Tage nicht gelaufen, dann hat er am Sonntag gefragt, gehen wir laufen? Hat er gesagt, ja. Und wie wir uns getroffen haben, hat er gefragt, und wie lange laufen wir eigentlich? Und dann ist er halt oftmals ein Marathon mit uns mitgelaufen, weil wir die halt im Training gelaufen sind. Da war da schon sehr, sehr wenig System dabei. Erschreckend, wie gut er noch immer gelaufen ist, aber... Ja, wobei, ich möchte nicht behaupten, dass ich mir viel, ich war jetzt ganz klein laut, weil also wirklich viel mehr System. Ich hätte geglaubt, dass du mehr laufst. Ja, das Schlimme ist halt, nachdem du, wenn du früher oder es gewohnt bist, dass du andere Dinge auch auf Anschlag gemacht hast und wenn das Cross-Country-Laufen ist, ich wusste ja, warum ich quasi keinen Trainer hatte, weil ich einfach nach Lust und Laune die Sachen machen wollte. Vor allem wusste ich ja auch, wie ich agiere, wenn ich einen Trainer habe. Weil dann ich habe das dem Christoph am Anfang gesagt, ich habe gesagt, egal was auch immer du mir in diesen Trainingsplan reinschreibst, es wird exekutiert werden. Ich werde fluchen, ich werde dich nicht mögen, aber ich werde es tun, weil ich habe dir am Anfang gesagt, ich würde bitte gerne das Rennen gut laufen. Und du bist dafür verantwortlich, dass es funktioniert. Ich mache aber alles, was du mir sagst dazu. Also da kenne ich mich dann so gut, dass ich sage, da habe ich dann den Ehrgeiz auch, dass ich sage, das wird jetzt auch gemacht. Episode am Rande, ich habe den Bene Hoffmann bei diesem Azorenlauf kennengelernt. Und der hat unsere, also wir hatten ein Apartment gemietet mit Waschmaschine und die Waschmaschine war Gold wert, wie sich dann letztlich herausgestellt hat, weil natürlich durch diesen ganzen Matsch alles komplett eingesaut immer war. Und er hat dann einmal die Waschmaschine ausgeliehen sozusagen und wollte sich dann erkenntlich zeigen, hat gemeint, Mensch, Lisa, ich kann dir gerne mal einen Trainingsplan machen. Hat das dann auch gemacht. Und ich hatte jeden Tag ein schlechtes Gewissen, weil ich bin schon an Tag 1 am Trainingsplan gescheitert, weil ich irgendwie mit diesen, ich glaube, es stand 50 Minuten in 5:30 auf dem Trainingsplan, habe ich gedacht, 50 Minuten, habe dann ausgerechnet, wie weit ich da komme, habe gedacht, da ziehe ich doch jetzt die Schuhe nicht an, das ist ja kompletter Blödsinn. Naja, und hatte dann, wie gesagt, irgendwie jeden Tag ein schlechtes Gewissen, weil ich sollte eigentlich dann, also links stand, was ich machen soll und rechts, was ich wirklich gemacht habe. Es war wenig Übereinstimmung. nach einer Woche habe ich dann aufgegeben. Ich sollte es nochmal probieren. Was man vielleicht auch dazu sagen muss, was beim Peter dazu kam, ist, dass er sich jedes Jahr in eine Laufverletzung reingelaufen hat. Und die letzte mit der plagt er sich noch immer herum. Also wenn man das macht, wenn man das kann und wenn man das auch vertragt, dann ist das ja okay, aber es war schon sehr offensichtlich, dass ein von nix und dann laufe ich innerhalb von 2,5 Monaten 300 Kilometer. Der Körper hat da auch irgendwie seine natürlichen Grenzen und ein Übermensch ist er halt dann auch nicht. Das war nur eine zufällige zeitliche Koexistenz. Also das hat überhaupt nichts miteinander zu tun gehabt. Nein. Echt nicht. Also nur weil ich am Sonntag in der Früh Kopfweh habe, das kann genauso gut am Wetter liegen. Das muss nicht am Fortgehen vom Samstag liegen. Also das kann durchaus. Und beim Laufen ist das selber. Schon, aber ich sage mal, statistisch gibt es da schon eine ganz starke Korrelation. Statistik. Wir wissen alle, wie Statistiken funktionieren.
Ja, 0 Grad, 100 Grad. Im Schnitt war es erträglich. Gehen wir raus bei 100 Grad. Ich schüttle meinen Kopf. Ich weiß. Heftig, von links nach rechts. Du siehst mich ja, ich wollte das nur ja. Für die Zuhörerinnen. Genau. Was, also die Lisa, weil was wir zwar Frauen raten würden, wenn sie mit dem Trail-Laufen beginnen, ist relativ irrelevant, weil wir sagen beide keine. Was würdest du denn Frauen raten, wenn sie sagen, ja, eigentlich wäre das ja ganz cool, das mal auszuprobieren. Was brauchen sie oder was brauchen sie nicht? Oder wie schnell, wie langsam? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, macht einfach? Probiert es einmal so? Ich würde da ehrlich gesagt auch gar nicht zwischen Frauen und Männern unterscheiden. Also ja, Männer sind ja auch Ego betrieben. Ja, gut, bei Frauen muss man vielleicht der einen oder anderen dann vielleicht sagen, ja, trau dich, aber letztlich sehe ich da überhaupt keine Unterschiede, wie gesagt. Ich könnte mir schon vorstellen, klar, dass dieses sich trauen für viele irgendwie ein Thema ist, gerade wenn es dann irgendwie technischer ist, aber einfach mal ausprobieren und sich herantasten. Also es muss ja nicht gleich der technischste Lauf sein, aber es gibt mittlerweile ja durchaus sehr viele Events, die dann doch auch eine Zielgruppe ansprechen, die einen einfachen Zugang ermöglichen, sagen wir so. Und letztlich sieht man ja doch auch, dass gerade, wir hatten ja das Thema ganz am Anfang, dass gerade auch bei den längeren Distanzen Frauen sogar häufig ganz gut mithalten. Und dementsprechend glaube ich auch gerade, was eben so die längeren Läufe angeht, es einfach mal probieren und sich im Zweifelsfall langsam rantasten. Also es gibt, denke ich, für jede Laufgruppe, für jeden Lauftyp den richtigen Einstieg ins Traillaufen. Und wenn man sich an dir so ein bisschen ein Beispiel nimmt, diese Adidas Runners oder was immer es auch gibt, sich einfach mal nach einer Laufgruppe anschließen und irgendwie versuchen, quasi ein Team zu finden und über die Teamzugehörigkeit dann irgendwie in diesen Sport reinzufinden und sich so irgendwie sein Selbstvertrauen sich aneignen. Das ist, glaube ich, auch ein guter Tipp. Und das gibt es ja jetzt immer öfters von was auch immer. Ja, und Gleichgesinnte suchen. Und das findet sich manchmal über die unterschiedlichsten Wege. War jetzt bei mir auch schon ab und zu so, dass ich Leute zufällig eben bei Läufen kennengelernt habe, im Vorfeld, im Nachhinein oder dann auch während des Laufes oder aber auch interessanterweise über Instagram. Und dann merkt man, okay, derjenige wohnt in München oder in Freiburg, dann spricht man sich mal an. Und ich habe zum Beispiel eine Lauffreundin, die wohnt in Freiburg, und das hat sich eben durch Zufall ergeben, dass wir uns über Instagram vernetzt haben. Und dann habe ich sie gefragt, als ich immer wieder in Freiburg war, Mensch, sollen wir nicht mal zusammen laufen? Und ich denke, egal wie schnell oder langsam man läuft und wo man läuft, kann man auch einfach über solche Wege Leute finden, die genauso laufen wie man selber vielleicht, also auf dem gleichen Level, sage ich jetzt einfach mal, und ja, sich dann so vielleicht auch gemeinsam weiterentwickeln. Und zu manchen, die du im Downhill triffst, wirst du dann einfach in den Podcast eingeladen. Also das sind dann... Genau. Richtig. Ja, und wenn wir es aber genau nehmen, so sind der Peter und ich auch irgendwie in dieses ganze Ding irgendwie reingerutscht. Das sagen sie immer Spaß, aber sind auch die falschen Freunde, die man irgendwann kennenlernt und die einem dann zu verleiten, die dann Sachen mit einem mitmachen. Ich meine, wir haben das irgendwie mit Peter reingezahlt und hat einfach immer mitgenommen zu Läufen und irgendwann hat er Blut geleckt und wollte das auch mal machen, was die anderen machen. Ja, unbedingt. Ja. Wenn ich ganz ehrlich bin, also gerade im Trail-Bereich, wenn ich kurz so in Revue passieren lasse, wie ich die letzten Freundschaften dort geschlossen habe, und das sind mittlerweile wirklich sehr, sehr gute Freundschaften. Ja, eine gute Freundin habe ich bei der Walser Trail Challenge in strömendem Regen vor dem Start kennengelernt. Da hatten wir nämlich alle keine Lust loszulaufen und haben uns irgendwie da kurz unterhalten und dann beim Tar wieder getroffen. Das ist ja manchmal so, dass man sich dann zweimal sieht und dann denkt man, ach Mensch, jetzt müssen wir doch mal Nummern austauschen. Mittlerweile eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Ach, die war übrigens hier Maren. Das war diejenige, die wurde zweite. Die mit dir gelaufen ist. Ja, genau. Okay. Genau. Okay. Ja. Also da hat sich wirklich eine gute Freundschaft entwickelt.
Und auch die beiden, die an der Strecke standen und die letzten Kilometer mit mir gelaufen sind, die habe ich auf Madeira kennengelernt, als ich mit einem, den ich auch auf Madeira zufällig kennengelernt habe, durch schlechtes Wetter umhergeirrt bin und wir uns gefragt haben, wie wir jetzt irgendwie wieder zurückkommen könnten. Und er hat dann irgendwie den Weg geleitet zu so einem, ja, Dorf ist übertrieben, aber zu so einem Parkplatz, sage ich jetzt einfach mal. Weil wir dachten, gut, von dort fährt vielleicht irgendetwas, ein Bus, der nicht fuhr oder halt irgendjemand. Ich habe dann auch gesagt, ach komm, lass irgendjemanden einfach mal fragen. ja, und dann habe ich einfach mal an die Fensterscheibe geklopft von so einem kleinen Auto, wo zwei Trailläufer drin saßen. Die haben mich lustigerweise wiedererkannt, weil die mich irgendwie über Instagram wohl kannten, haben dann irgendwie im zweiten Satz gemeint, sag mal, bist du nicht die Lisa? Ich gesagt, ja. Und naja, so haben die uns dann nicht nur nach zur Bushaltestelle gefahren, sondern sogar direkt in den Ort zurück. Und ja, wir haben uns seitdem häufiger gesehen und auch genau. Ja, das ist ja, ich cool. Freunde geworden. Ja. Ich kann nur niemanden raten, das kennenzulernen, damit in meinem Podcast anzufangen. Jetzt werde ich den Peter einfach nicht mehr los. Das ist das halt der Nachteil. Also, das ist wohl wahr. Das geht jetzt schon seit Jahren so. Schau halt, dass das wirklich nur auf einer rein normalen Freundschaft bleibt und dann das ist. Sonst muss man sich wirklich regelmäßig treffen. Richtig. Ein guter Tipp, glaube ich, wenn man wirklich mit dem Traillauf anfangen will, ist auch wirklich zu einem lokalen Laufsportgeschäft zu gehen. Ja. Weil normalerweise, wenn es irgendwie ein lokales Ding ist, die haben immer irgendeine Gruppe, ob das jetzt am Straßenlauf irgendwie, was weiß ich, in Wien jetzt wie Move mit der Long Run Gruppe ist oder ob es die Vienna Trail Runners sind oder was auch immer. Also wenn man jetzt eine Kette hernimmt, eine Laufsportkette, sondern wirklich irgendwie die lokalen Händler, die haben meistens auch eine Lauf-Community, wo man sich mal einfach nur ohne Geld, ohne irgendwas anhängen kann und sagen kann, ich laufe mal mit. Also das ist sicher hilfreich, wenn man sagt, alleine raffe ich mich nicht auf. Ja, und viele Gruppen organisieren sich sonst auch über Facebook. Also da gibt es auch einige wirklich komplett, also markenungebunde. Nicht Facebook. Unbedingt. Also ja, na ich war irgendwie mal kurz in der Nähe von Grenoble, da wohnt eine Freundin von mir und bin einfach mal der Trail-Gruppe Grenoble beigetreten. Also habe ich einfach gesucht nach Trail und Grenoble und dann ich möchte schon mal nach dem Ort suchen auf der Karte. Ja, das hilft auf jeden Fall. Sowas bieten sich da auch immer an. Stimmt, Strava Hitmax auch, ja. Apropos, weil du gerade bei Social Media bist, wie kann man, wenn man das denn will, dir folgen? Du hast, glaube ich, Instagram und ja. Also ich bin nicht so wahnsinnig aktiv, aber sonst genau auf Instagram auf jeden Fall findet man mich auch sehr einfach unter meinem normalen Namen. Sozusagen. Und wenn mir sonst was folgen will, am besten beim Flachen, weil bergab läuft sie einem sowieso davon. Richtig. Wenn ihr sie einfangen wollt, bergauf oder im Flachen. Gut. Flo. Ich habe meine virtuelle Fragenliste abgearbeitet. Hervorragend. Ich habe auch keine mehr. Ich würde nur den Hinweis geben, du warst auch schon bei Besuch beim Sascha vom Trailrunning Podcast. Also ja, war ich auch jetzt, schon, stimmt. Genau. Wer noch mehr erfahren will, auch dort mal nachhören. Hast du noch berühmte letzte Worte? Ich glaube, wenn man Sky Races macht, dann sollte man sich die vorher überlegen. Zurechtlegen. Richtig. Ach, neben Testament und sonstigen sollte man sich eine Rede an die Liebe zurechtlegen. Den kleinen Zettel für den Rucksack. Berühmte letzte Worte. Na, oh je. Nee, also auf gar keinen, jetzt, genau, da erwischt ihr mich jetzt, ja genau, ihr seht mich jetzt Gott sei Dank nicht, jetzt tropfen ich hier gerade die Schweißperlen herunter. Nee, also würde mich freuen, den ein oder anderen auf den Trails zu sehen und genau, aber. Sehr gut. Ja, sehr, sehr, sehr gerne, also von unserer Seite zumindest und vielleicht auch von unseren Zuhörerinnen. So. In dem Sinne.
Danke, dass danke du dir fast 2 Stunden für uns Zeit genommen hast und Servus. Bis dann. Ja, tschüss. Ich danke. Tschüss.